schnell stirbt man nicht. Gleich ist es 7 Uhr, es wird schon hell. Das ist gegen morgen so. Ach, du musst machen, dass du hier rauskommst, Karl. Du bringst mich aber auch in Situationen. Nee, Karl, so geht das wirklich nicht. Anneliese, du reg dich doch nicht auf. Das schadet dem Kind. Das schadet dem Kind, dass ich zu Hause rausgeflogen bin, schadet dem Kind. Und dass ich deswegen nachts im Geschäft auf dem Sofa schlafen muss, schadet dem Kind. Aber Anneliese, ich bin noch bei dich. Und das schadet auch dem Kind. Junge, wenn die merken, dass du bei mir geschlafen hast, dann fliege ich hier auch noch raus. Hat sie selbst zu mich? Ach, ja, das könnte dir so passen, ne? Ich hab dir schon 100 Mal gesagt, dass ich erst dann zu dir ziehe, wenn wir verheiratet sind. Heiraten? Mhm. Anneliese, verlangst du dir ein bisschen viel von einem überzeugten Einzelgänger? Wer, ich? Ja, du. Weißt du eigentlich, was ich für dich alles hinter mich gelassen hab? Hm? Ja, was denn? Na, erstens mal eine piekfeine Sozialwohnung in Castrop-Rauxel. Ja. Und deine feste Anstellung als Schwimm- und Bademeister bei der Stadt Castrop-Rauxel? Eben. Ist mich nicht in der Wiege gesungen worden, dass ich mal als Fensterputzer in Köln rumlaufen tue. Ach, hör auf, ich kann ihn schon nicht mehr hören. Und ich kann auch mit die Heuraterei nicht mehr hören. Aber ich. Naja, wir können doch noch mal drüber sprechen, wenn das Kind groß ist, nicht? Wann? Na ja, oder wenn das zweite Kind da ist, oder wenn die Scheidungsgesetze wieder anders werden. Ach, da spricht ja schon von Scheidung, da sind wir nicht einmal verheiratet. Oh, fang doch nicht wieder davon an. Doch. Ich lieb dich doch so, wie du bist. Na komm. Ja, von wem? Du hast mir schon die ganze Nacht keine Ruhe gelassen. Ich will dich doch nur beweisen, wie lieb ich dich hab. Und es geht auch ganz schnell. Morgens geht's doch immer schnell. Karl, ich knall dir jetzt ein paar. Ja. In 10 Minuten kommt der Herr Engel runter. Ja. Und wir zwei sind noch nicht angezogen. Na, siehst du, Anneliese, und gerade das macht mich so an. Ach, wenn ich dich so sehe, da kann ich nicht anders. Und wenn du mich jetzt nicht sofort loslässt, dann kann ich auch nicht anders. Ach, Anneliese, du bist grausam. Junge, wenn mein Chefin erfährt, dass ich Intimen kriege. Bist du jetzt brav? Ich bin ja brav. Von wegen, deine Chefin. Er soll sich mal bloß in die Hose machen. Und peinlich die doch auch nicht. Die ist an allem schuld. Ne, das Kind hast du mir gemacht. Ah. Aber die hat die Antibabypille in der Schublade, die nichts taugt. Das hatte ja kein Mensch gesagt, dass du sie klauen sollst, ne? Klauen, Anneliese, klauen. Ausgeliehen hatte ich mir die doch nur. Du weißt doch, wir hatten es damals so eilig. Ja, und jetzt haben wir es auch eilig. Noch 5 Minuten, dann steht der Chef in ihrem Mann hier. Ist ja schon gut. Möchte ja auch nicht, dass er dich im Unterhöschen sieht, ne? Bei meinem Engel brauchst du keine Angst zu haben. Der ist deiner Frau treu und sie ihm auch. Na, der bleibt ja nichts anderes übrig. Du sollst nicht so von der Engel sprechen. Die können ja sagen, wie sie wollen, aber die Ehe ist in Ordnung. Also die lassen sich bestimmt nicht scheiden. Ja, meinst du ich? Ist doch viel zu teuer. Ja, teuer hin, teuer her. Der Herr Engel hat jedenfalls keine Geheimnisse vor seiner Frau. Na, ich doch auch nicht, Anneliese. Ja, ja. Na komm. Nö. Komm. Morgen! Ja, moin! Herr Salewski, schon so früh fleißig. Ich muss ja schon so früh anfangen, das Haus hat so viel Fenster, ne? Ja, das freut mich mit der Fülle Fenster eh, ne? Ach, Anneliese, du bist ja auch mal da. Aber Herr Engel, wissen Sie doch, ich hatte doch Ihre Frau gefragt, ob ich so lange hier auf dem Sofa schlafen kann, bis meine Eltern aus dem Urlaub wieder zurück sind. Ich bin zu Hause, zu bang allein. Ja, richtig, hast du ganz vergessen. In der letzten Zeit, da vergesse ich alles. Ich löbe, ich werde langsam alt, ne? Ach so, alt sind Sie ja nun auch wieder lieb. Darf ich schnell zuerst in ein Badezimmer? Ja, tu das, Kind. Ja. Ich habe hier noch was sehr Dringendes zu erledigen. Guten Morgen, Engel. Ja, moin, Anneliese, moin. Ja. Anneliese ist ein liebes Mädchen, ne? Wie meinen Sie das denn? Na, ich meine, dass sie ein liebes und nettes Mädchen ist. Adrett, ehrlich, anständig und auch sonst ganz lecker, ne? Woher wollen Sie denn wissen, dass die lecker ist? Oh, die habe ich mir mal ganz genau angesehen. Und wissen Sie, was mir dabei auf Fall ist? Ah, sagen Sie es ruhig. Dass unser Anneliese ein ganz sauberes Mädchen ist. Ja, waschen tut sich doch heute jeder, Engel. Nee, ich meine, unter uns Männern können wir ja ruhig darüber sprechen. Also, wenn man das Anneliese so sieht, ne, dann sieht man doch direkt, dass die noch nicht verdorben ist. Und das eine sage ich Ihnen, wenn sie jetzt einer Ware soll, das unschuldige Kind anzupacken, dann breche ich alle Knochen im Lief. Ne? Ja, ich glaube, ich muss jetzt arbeiten gehen. Ne? Oh, bleiben Sie doch, Herr Salewski. Ne? Nehmen Sie doch Platz, ne? Haben doch heute schon genug getan. Ich?
Ach so, kann man wohl sagen. Ja, ich meine, also Arbeit schändet ja nicht, Herr Zalewski, ne? Ja, nun sagen Sie doch Karl zu mich. Ja, schön, dass ich Karl, Sie sind ja noch ein junger Mensch, ne? Also jung war wie Sie, da ich gerade meine Frau kennengelernt. Wissen Sie, meine Frau, die war damals genauso wie das Annelies hier. Und wenn das Annelies hier ins Alt weht, dann wird das nämlich genau da. Naja, die 10 Jahre sind ja auch nicht mehr wie früher, ne? So, ich bin fertig. Ja. Ich gehe schnell Frühstück machen. Ja, tu das, Kind, ne? Ja, wo wollen Sie denn hin, Herr Zalewski? Ich wollte mich nur lange mit Wasser holen, für den Fenster zu putzen. Aber sagen Sie noch Karl zu mir. Naja, richtig, ich habe ganz vergessen. Beeilen Sie sich, machen Sie schnell. Ich muss nämlich in das Amt. Tee oder Kaffee, Herr Engel? Schnaps. Schon zum Frühstück? Nee, zum Frühstück trinke ich Kaffee. Und in der Thermosflasche für den Abend soll ich da auch Kaffee rein? Ja, natürlich gibt der Kaffee den, was denn sonst, aber das mache ich schon selbst. Das mache ich aber gern. Nein, das mache ich selbst! Entschuldigen Sie, Herr Engel, das war nicht böse gemeint. Ja, Familie auch nicht. Nee. Besser Annelies in der letzten Zieg dabei, so zerstreut. Ich glaube, ich werde langsam alt. So alt sind Sie ja auch wieder nicht. Wollen Sie nicht baden, Engel? Baden? Ja, baden? Wieso denn baden? Heute ist doch nicht Sonntag, ne? Ach, guck mal hier, du, der hat einen Geheimfall. Junge, Junge, Junge. Wieso machst du dem eigentlich andauernd, dass er nicht alt ist und so? Ach, nun mach dich doch nicht lächerlich, der könnte glatt mein Vater sein. Lass mich in Ruhe, du, ich muss richtig machen. Ach, Annelies, Köln, du gib mich doch nur ein Küsschen, ne? Du kriegst kein Küsschen, du bist doch nicht gewaschen. Waschen. Hallo! Da, Karl, willst du jetzt? Entschuldigung, Engel, ich hab mir ein bisschen Wasser verkleckert, ich brauch ein Handtuch. Ja, aber dann melden wir doch nicht mit dem Handtuch. Alles, ich bringe es ein Handtuch, bringe mal eine Aufnehmer aus der Küche. Ja. So. Ne, Karl, komm, fang noch nicht an. Ich möchte erst in Ruhe frühstücken, ne? Ja. Ach, Annelieschen, gehst du mir mal frisches Handtuch im Schlafzimmer holen? Ach, Sie wollten das Handtuch. Ja, wer denn sonst? Ja, wer denn sonst? Ja, weißt du, Karl, jetzt, wo wir allein sind, wo schon du zu dir sagst, da will ich doch ein Geheimnis anvertrauen, aber... Meine Frau, die darf unter keinen Umständen was davon erfahren, ne? Sonst kütt die mir wieder mit der Scheidung, ne, so. Also ich habe ja eine Jodfrau, ne? Und ich habe auch eine schöne Frau. Aber dass ich mir ab und zu unsere Schnäpschen trinke, das kann die absolut nicht leiden, ne? Und deswegen nehmen Sie den mit in Amt, wa? Na, natürlich. Da nicht doch mit dem Roh, ne? Du weißt, ich bin doch bei der Stadt Fischereirechte. Naja, das wird ja immer weniger. Wir haben die letzten Jahre ja kaum mehr Publikumsverkehr. Und deshalb fand ich doch ja auch mit dem Roh, ne? Ja, da lässt ich mich in Zeitung und da trinke ich mich Schnäpschen. Und wenn ich mein Nickerchen gemacht habe, ist doch schon wieder Zeit zum Mittagessen. Da willst du auch reden. Boah, und ich hab frühen Morgen, ey. Ach, und mir schmeckt gerade morgens am besten. Ja, ja, wenn es im Leben nicht so gekommen ist, wie man sich das immer vorgestellt hat, da trinkt man Schnäpschen so quasi als Ersatzbefriedigung, ne? Och, Sie können sich doch nicht beklagen, Sie geht es doch gut. So eine clevere Frau wie Sie haben, Sie bräuchten gar nicht mehr ins Amt. Auch doch nicht wegen dem Geld, aber im Amt da schmink roh, ne? Hier ist noch zu viel Betrieb. Ne, was ist denn hier los, seitdem meine Frau die Idee mit dem Korsettgeschäft gehabt hat? Lohnt's, hey, unser schönes Wohnzimmer, das hätte sie halb zu einem Laden frisiert. Und dann überall die finster. Also ich schau immer, dass hier für mir lohnt einer zu, ne? Prost. Prost. Ne, ich wollte doch kein Korsettgeschäft. Ich wollte ein gemütliches Heim, nette Frau, Kinder. Ja, ja, die keine haben, die wollen immer welche. Die keine wollen, die haben. Ja, 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 nicht an mir, ne? Das lag nicht an mir. Meine Frau, die wollte doch hoch hinaus und da konnte die doch kein Kinder gebrochen. Und seitdem mit die neumodische Antibabypille geht, naja, da ist das ja ganz aus, ne? Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich habe meiner Frau nämlich eine Streiche gespielt. Aber psst, das muss unter uns bleiben. Was haben Sie denn gemacht? Also nachts, da bin ich heimlich an die Schublade, ne? An die Schublade aufgemacht. Hab die Folie mit der Antibabypille rausgenommen und hab die Dinger rausgedeut, ne? Und dann hab ich eine Schachtel mit Vitamintabletten. Ja, die Vitamintabletten da rein gedeut, ne?
Die Folie wieder schön glatt in die Schublade, Schublade zu. Und wenn alles gut geht, da hat es diesmal gefunkt. Ja, sowas geht nämlich manchmal sehr schnell, nicht? Wem sagen Sie das, ja? Ja, Rinnenruss, Aprilzirk, nicht? So, Herr Engel, hier ist das Handtuch. Ja, was soll ich da mit dem Handtuch? Ach so, na ja, dann. Übrigens, Ihr Frau kommt auch gleich. Meine Frau. Moment, Liebste, der Engelsche kommt gleich. Ja. Die Schule wird auch ganz schnell hinter Vorlegchen. Anneliese, ist das Tisch schon gedeckt? Alles fertig, Frau Engel. Frau Liebste, komm, beeil dich, ich muss doch in das Amt. Ich fliege. Da ist ja auch schon der Herr Salewski, also Anneliese. Warum hast du mir denn nicht gesagt, dass hier eine fremde Mann im Haus? Hätte ich mir doch was angezogen. Ich bin doch im Morgendress. Das ist doch viel zu verführerisch, nicht wahr, Herr Salewski? Nee, bestimmt nicht. Oh, das sagt ihr mir doch immer nachher, wenn mein Bärchen wieder eifersüchtig. Hab ich nicht recht, Mädelein? Nee, ich werd ganz bestimmt nicht eifersüchtig. Dann liebst du mich auch nicht mehr. Wenn ein Mann nicht eifersüchtig ist, dann liebt er nicht. Hab ich nicht recht, Herr Salewski? Ja, haben Sie recht, Frau Engel. Ja, siehst du, Mädelein, der Herr Salewski meint das auch. Also, sag mir direkt, dass du mich doch lieb hast. Ich liebe dich, darf ich jetzt Frühstück? Ich muss in das Amt. Wenn du auf mich gehört hättest, da braucht das denn immer das Amt. Also, setze mal und... Ah! Ah! Mein Gott, was schreist du denn so? Mein Gott, da soll man nicht schreien. Wenn man sich hört, dann freust du gerne auf eine Nase, du Opfer setzt. Hubert, wie kommt dieser Aufnehmer hier hin? Ja, Entschuldigung, Frau Engel. Dafür brauchen Sie sich nicht zu entschuldigen, das muss mein Mann tun. Hubert, wie kommt dieser Schieber in meine Gesäßfalte? Also mit dem Schieber, das war so voll. Sie brauchen meine überhaupt nicht in Schutz zu nehmen. Der ist in der letzten Zeit sowieso so vergesslich. Ja, darf ich jetzt endlich frühstücken? Ja, Anneliese, bring da auf in meine Küche. Herr Salewski, haben Sie schon gefrühstückt? Ach, so richtig eigentlich noch nicht. Ja, der ist denn nicht immer eine fleißige Mann. Menina, nimm doch ein Beispiel. Ja, ich nehme ein Beispiel. Darf ich jetzt frühstücken? Ja, Anneliese, holt nur noch ein Gedeck für den Herr Salewski. Oder geht es gleich los? Ich schütte schon noch mal den Kaffee. Ein. Und du, mein Schätzchen, kommst zuerst ran. Mit Milch, wie immer. Ja, Liefchen. Wie viel Löffel Zucker? Zwei. Drei. Ja. Eins, zwei, drei. Und wie viel Zucker nehmen Sie, Herr Salewski? Zwei. Ich bin ein ganz Süßen. Aber Herr Salewski, wenn Sie jetzt nicht das Flirten mit mir aufhören, dann ziehe ich mal doch noch was anderes. Also meinetwegen brauchst du es bestimmt nicht zu machen, Frau Engel. Und wie viel Zucker nimmst du, Anneliese? Das mache ich schon selber. Ja, darf ich jetzt endlich frühstücken? Nee. Jetzt darfst du noch das Brötchen vor der Tür holen, ja, und die Rolle in die Höhe machen. Und dann darfst du frühstücken. Ja, nee. Brötchen in die Höhe und der schmeckt so komisch. Ach, so salzhaltig. Da hast du den Zucker durchgeschnitten. Ja. Welche Dose hast du denn genommen? Die große, die auf dem Schrank steht. Da steht doch Zucker drauf. Süße Kinder, das ist Salz. Also, Anneliese, das musst du dir mal merken. Nicht, wo Zucker drauf steht, da ist das Salz drin. Ne? Wo Pfeffer, da sind die Rosinen. Ne? Und wo Lorbeerblätter steht, da sind die Wäscheknöpfe. Und hier sind die Brötchen. Ach, sag, Betty, dann hast du dir schon ein Thermosflasch mit den Armen fertig? Alles in Ordnung, ja. Hast du auch schon ein bisschen Zucker drin? Alles fertig. Ja, dann musst du die Thermosflasche dann wieder aushütten. Da ist nämlich Salz drin. Dann Anneliese, jetzt hier noch los von Gott. Kätzchen, jank mal nicht an die Thermosflasche.
Sauslech, ich mag der Kaffee oder Soup. Aber liebst erst das Salz drin. Das meint nix. Kaffee. Mir hat noch nie eine Kaffee so gut geschmeckt wie der. Und die Thermoslech, die lief so. Jede Jäger ist anders. Anneliese, uns schmeckt der Kaffee aber nicht so. Komm, schütt den Salz Kaffee aus oder bringst du frische Tassen aus der Küche, ne? Ja, mein Gott, Hubert, war das da? So früh hat Kundschaft. Ach nee, doch nicht auf die Butter. Das ist eine Unverschämtheit! Ja, das ist jede Kochtricht. Der Bode hat wieder die Fies, Pansis von der Müllers. Die war gestern dreimal. Das ist ein widerliches Volk. Die Müllers, die zeige dich an. Och, Liebchen, das sind doch Kinder. Ja, was soll es doch nicht vermöglich? Ich halte, du lässt hier deine angetraute Gattin beleidigen. Und sagst dann auch noch, das sind Kinder. Leute, die heute noch Kinder in die Welt setzen, gehören bestraft. Hab's nicht recht, Anneliese. Hey, Anneliese, ich spreche mit dir. Ja, entschuldigen Sie, Freunde, aber mir ist es nicht gut. Oh, das beschiebt der Salzkaffee, mir ist es auch. Oh, oh, oh. Du willst dich was hinlegen, Anneliesken? Nee, ich glaube, ich muss brechen. Ja, komm, ich bring dich ins Bad, komm. Aber Herr Zalewski, das gehört sich doch nicht, dass Sie mit dem Mädchen allein im Bad sind. Mach doch bei dem Anneliesken nichts, wir sind zusammen in der Schule gegangen. Ich denke, Sie kommen aus Castrop-Rauxel. Also, Hubert, das hättest du aber nicht dulden dürfen. Na ja, wenn es dem Kind doch schlecht ist, ne? Trotzdem, der Zalewski ist ein Schnurkefänger. Der sieht mich auch immer so begehrend an. Ach, Liebchen, das meinst du doch nur. Vielleicht braucht er auch nur einen Brill, ne? Mach du nur ruhig deine blöden Witze. Du glaubst ja gar nicht, wie die Männer hinter mir her sind. Was du nicht sagst. Übrigens, Männlein, du hast heute Nacht auf wieder so geschnarcht, ne? Auf was steht denn in der Zeitung? Hubert, ich habe gesagt, dass du geschnarcht hast, ne? Liebchen, ich will mich ja nicht mit dir streiten und ich beklag mich auch nicht. Aber wer hier schnarcht, da bist nämlich du. Das ist eine Unverschämtheit. Wo ich die ganze Nacht kein Auge zugemacht habe. Ich bin dreimal wach geworden, so hast du geschnarcht. Nee, das warst du. Du bist von dem eine Schnarche wach geworden. Ganze Böhme ist da im Gesicht. Das kann ich mir nicht gefallen lassen, Hubert. Das ist seelische Grausamkeit. Hubert, ich lasse mich scheiden. Ach, Liebchen, von dem, was uns die Scheiderei kosten tut, da richten wir uns lieber zweit Schlafzimmer ein. Zweites Schlafzimmer. Also gut, ich kann hier schnarchen. Ist jetzt wieder gut? Ja. Darf ich die Zählung mitnehmen? Ich muss sie nicht abstehen. Oh, da bin ich wieder so allein. Ich noch nicht mehr beabt, wenn mir hier was passiert. Oh, Liebchen, da kannst du mich doch anrufen. Na komm, ganz schnell bei dir. Hier, da ruf ich jetzt schnell bei dich an. Ach ja, da fällt mir ja in. Ich habe ja neue Nummern, ne? Ja. Ja, ja, wir sind vor 14 Tagen schon umgezogen. Also warten Sie doch. Die neue Adresse von dem Fischereiamt, die ist jetzt in der Parkstraße. Ich schrieb da dann so. Ja, nee? Schreib mir mal Moment. Auf. Also, Parkstraße... 18 ist ja, das. Parkstraße 18 ist eine Neubau, ne? Und die Telefonnummer ist 2211 und da verlangst du der Nebenstelle 12 und da hast du auch gleich mich am Apparat. Wie, ne? Wie, du bist schon 14 Tage in einem anderen Haus und da sagst du mir das jetzt? Ja, ja, das habe ich ganz vergessen, ne? Oh, ich fällt wieder. Nee, nicht so gut wie in der AD-Stelle, weißt du, mit Zimmer ist im zweiten Stock, direkt auf einer Toreinfahrt, wo die große Lastware immer rennen und rausfahren. Die machen eine Kraft, aber geh auch zu tun kann, ne? Anneliese, das hat gar nicht gebrochen, das hat immer nur gewürzt. Ja, die konnte ja nicht sprechen. Die hat ja noch nichts im Leib. Ne? Von wegen nichts im Leib. Wenn Sie erlauben, dann gehe ich mal 10 Minuten um den Block. Da wird es mir sicher wieder mehr. Ja, tschüss, bitte gleich wieder nach. Mika, komm, ich nehme das Anneliese mit. Nee. Schön, Liebchen. Schön, Benny.
Oh. Herr Zaleski, komm mal her. Machen Sie mal die Türe zu, setzen Sie mal hin. Trinken Sie Ihren Kaffee. Und schleichen Sie dich immer um unser Anneliesen herum. Das Mädchen ist noch unschuldig, ne? So, so, was will ich sagen, Frau Engel? Aber so junge Dinge interessieren mich das sowieso nicht. Ne, ganz bestimmt nicht. Oh, mir können Sie nichts erzählen, hören Sie mal. Sie haben doch 10 an jedem Finger. Oh, Frau Engel, ich bin doch noch jung. Ja, ja, die Jugend ist heute verdorben. Ich, zu meiner Zeit, da gab es sowas doch nicht. Da gab es doch noch kein 6-Filme ohne so Schweinereien, ne? In so eine Filme, da gehen aber nicht nur junge Leute rein. Sie würden Bauklötze staunen, wenn da alles drin sitzt. Ehrwürdige Herren und sogar Damen habe ich gesehen. Ja, ja, Sie, das ist aber noch nicht alles, nicht? Die fiese Kerls, die da reingehen, die belästigen im Kino so ja anständige Frauen. Das mir selbst passiert, so überhaupt nicht. Ja, ja, ich weiß, so Liebesgrüße aus der Lederhose. Nee, da ist das schon öfter passiert. Nein, nein, nein. Ich hatte mir die Fesseln der Leidenschaft angesehen. Ja, rein wissenschaftlich was da rein. Ach so, ja. Und was kriege ich zu sehen? Eine richtige Schweinerei. Und nur alte Knacker sitzen drin. Hier, ihr Saugnöp. Sehen Sie, die Alten sind schlimmer wie die Jungen. Also, Frau Engel, ich kann Ihnen sagen, was ich in meinem Beruf so alles zu sehen kriege. Ja, man soll das nicht für möglich halten. Oh, als Fenster bitte. Ja, besonders in den Neubauten, wo sie die Fenster gar nicht mehr aufkriegen wegen die Klimaxanlage. Da merken die manchmal gar nicht, wenn da draußen einer am Fenster putzen ist. So beschäftigt sind die. Nee, nee, Frau Engel, ich brauche keine 6 Filme. Sie putzen die Fenster von draußen? Mhm. Ist das nicht gefährlich? Doch wenn ich sie von innen putzen würde, da könnt ihr doch nichts sehen. Ja, ne? Da kann man nichts sehen. Außerdem haben wir Gefahrenzulage und sind gesichert. Ja. Ne? Also, wir haben so einen Gürtel im Bauch geschnallt und dann nichts mehr ab die Fassade hoch. Oh, Hand auf, Herr Zaleski, man wird es schwindelig. Und was sehen Sie da? Sehen Sie da ein Schlafzimmer? Ja, auch in einem Schlafzimmer. Ne? Aber da passiert ja nur was nachts. Und nachts putze ich ja nicht. Nein, ne? Nachts putze ich nicht. Dann. Soll ich Ihnen mal sagen, wo das meiste passiert? Ja, ja, wo? In der Büroräume während der Dienstzeit. Och, was Sie nicht sagen. Ja. Die städtischen Faulenzer, die haben heutzutage sowieso nichts mehr zu tun. Ne? Aber die kriegen die Neubauten. Mhm. Da haben sie doch jetzt in der Parkstraße 18 so eine neue Verwaltung gebaut. Warte mal. Ja, ja. Und was soll ich Ihnen sagen, da habe ich vor 2 Wochen ins Fenster geguckt und da war am frühen Morgen schon einer am Schlafen. Ja, das soll ja vorkommen. Ja, 2 Fenster daneben, direkt über so einer Toreinfahrt für Lastwagen. Und da waren noch 2 am frühen Morgen schon am dran. Am dran? Am was? Muss ich Ihnen das sagen, Frau Engel? Ja. Na bitte, also. Na gut. Also, er, der stand so. Nee, sein Gesicht habe ich gar nicht gesehen. Er, der stand so. Nee. Und das Schreibmaschinenfräulein lag über den Schreibtisch und hatte die Röcke hoch hinten. Was? Und was? Naja, jedenfalls waren sie dran am Stenografieren. Also doch am Arbeiten. Frau Engel, das sagt man doch so. Und Sie sagten, in der Parkstraße 80? Ja, in dem Büro. Im Toreinfahrt? Mhm. Ja, was ist denn los, Frau Engel? Was haben Sie denn? Sie sind ja ganz blass um die Nase. Herr Zaleski, gehen Sie, fangen Sie schon im Laden an. Ich glaube, ich muss mir ein bisschen was hinlegen, Herr Zaleski. Bitte gehen Sie, lassen Sie mir allein. Mann, oh Mann, von Sommer fällt die um. Da haben sie auch bei der Liebesgrüße aus der Lederhose ganz andere Sachen auf Lager. Ach, Scheiß 18. Über den Toreinfall. Schreibmaschinenfräulein. Wie alt macht er 10? Warum schrei ich endlich nicht? Mit wem soll ich denn noch schreien? Ich bin hier auch allein. Oh Gott. Oh Gott, was tut das weh? Oh, liebe Gott.
lass es mir im Herzen doch nicht so wehtun. Man wird doch wohl noch wissen, ob der Ehe jemand fremd geht und dann nicht. Haben Sie gerufen, Frau Engel? Nein. Ich jetzt genau wissen. Ich rufe jetzt ein Detektivbüro an. Wo ist er denn wieder nach Telefon? Ach, nach Telefon, wo ist er hier? Wo haben wir es denn hier? Branchenverzeichnis, Detektive, Tonträger, Dreischwein. Ah, nein, Detektiv wird ja mit D geschrieben. Ah, ja, hier haben wir es. Detektivbüro Arius, Detektivbüro Blitz, Detektivbüro James Rockfort, ja, der ist mir irgendwie beläufig, dass die 21-24 Streit sind. Und was sage ich denn? Kutschungsfreundin! Ich bin aber gar nicht da angetrocknet, sind sie wirklich noch da. Ja, das habe ich ja gemacht, aber der geht nicht. Ich glaube, der versteht mich überhaupt nicht. Ach, du lieber Gott, ich bin im Morgen raus, verhüllt und noch nicht gekämpft. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen. Frau kriegt Kind. Hier gekauft Korsett. 122 Mark 15 Korsett, nichts gut. Bauch zu groß, Korsett zu klein. 122 Mark 15 zurück oder andere Korsett? Nein, das geht nicht. Nicht? Nein. Frau kriegt Kind. Hier gekauft Korsett. Guten Morgen. Bauch zu groß. 122 Mark 15, Korsett nichts gut. Ja, ich habe Sie wohl verstanden, nicht? Aber Minderwaren, die dürfen nicht zurückgenommen und auch nicht umgetauscht werden. Nicht? Ist genau wie mit den Lebensmitteln, nicht? Lebensmittel, nicht Schweinefleisch, ich Arabisch. Ja, das sind ich schon. Dass Sie keine bayerische Trachtengruppe sind, das sind ich schon. Ich kann nichts nehmen zurück und gebe ein anderes Korsett. Nichts gut. Nein. Ja, Korsett nichts gut. Oh, doch, diese Korsett, doch ist gut. Aber du gucken mit Augen, was ich mache mit Händen. Ne? Ich kann nichts nehmen zurück und gebe ein anderes Korsett. Polizei, sage nichts nein. Verboten. Polizei. Nichts Polizei, nichts Schweinefleisch, nichts Schnaps, ich Arabisch. Allah schuf, inshallah. Mio et nino eschino chamsta, schalala. Was verzählt ihr, du? Ja, hör mal, ich kann Ihnen da leider nicht helfen. Ne? Sie müssen das Korsett wieder mitnehmen, ne? Ja. Dann auf Wiedersehen, ne? Guten Morgen! Ah, guten Morgen, Frau Krikin. Ja, meine waren wohl vor. Hallo. Und jetzt hätte ich in die Hand mein J, was wollte ich denn noch? Ach ja, ich wollte ja den Detektiv anrufen. 21, 24, 13. Ja, mein J, wer ist das denn? Anneliese ist wieder da. Ja, hallo. Ja, ist das Detektivbüro Rockfort? Kann ich mal bitte den Chef sprechen? Ah, am Apparat. Ja, guten Morgen. Hier ist die Frau Katharina Engel, nicht? Ich bin die Besitzerin vom Korsetthaus Wohlform in der Ehrenstraße 42. Hören Sie mal, Sie sollen was herausbekommen. Können Sie nicht mal herauskommen? Ja, also, worum es sich handelt, hören Sie mal, das möchte ich am Telefon nicht eigentlich. Können Sie nicht kommen? Ja, also, ich habe den dringenden Verdacht, dass mein Mann fremd geht. Ja.
Ja. Schreibmaschinen, Fräulein. Im Büro. Überm Schreibtisch. Ja. Na? Mein Mann ist bei der Stadt Fischereirechte. Wieso, Petri Heil? Mein Gott, wer ist das dann? Auch das wird eine Kosmetikerin sein, die hat sich auch für hübsche Staut, junge Jung und auch Schönheit für der fremden Piano. Ach, um Gottes Willen, ne? Das ist ja da Dele. Moin, Gietchen. Ich war gerade in der Konditorei Spielmanns und da habe ich dir ein lecker Stückchen Kuchen mitgebracht. Ach, du bist eine Dele, weißt du, ich warte hier eigentlich auf der Kosmetikerin, ne? Und deswegen habe ich auch ja keine Zeit. Ach, die stört mich nicht, die kriegt auch ein Stück. Weißt du, der Spielmanns, der hatte so eine leckere Obstkuchen mit Sahne. Und da habe ich mir gedacht, ach, Dele, ich habe keine Zeit, ne? Na, du wirst doch wohl mit deiner besten Freundin noch ein Stück Kuchen essen. Der Tisch ist ja auch noch gedeckt. Schieben wir nur gerade in der Küche das so. Ach, das hätten wir gerade noch gefällt. Kindchen, was du wieder ein schönes Schaufenster hast. Besonders das Trumpfmodell in der Ecke. Sehr schön. Aber auch ein bisschen gewacht. Ich würde ja sowas nicht tragen, ganz abgesehen von dem Preis. Du weißt ja, die Post, die zahlt so einen kleinen Pension. Spülwasser. Und der Kuchen hier. Da habe ich mir direkt vom Mund abgespart, nur um dir Freude zu machen. Du weißt ja, für dich ist mir nichts zu teuer. Und darum habe ich mir auch gedacht, frag doch das Kätzchen mal, ob es nicht irgendwo in der Ecke Altgosseletsche liegen hat, was keiner mehr will. Naja, braucht ja nichts Neues zu sein. Aber wenn es doch keiner will, dann kannst du es ja auch mir geben. Das liegt nämlich schon 2 Jahre in der rechten Schublade und ist schon ganz schön angestaubt. Nicht zu sagen, dreckig. Das schäle Dinge kannst du doch gerne mir andrehen. Ja, aber mir gefällt es ganz gut, und wo ich da so nett zu dir war und dir der Kuchen mitgebracht. Ja, sag mal, Käthe, du isst ja gar nicht. Hast du was? Nee. Natürlich hast du was. Komm, lass mich mal gucken. Du hast ja geweint. Oh, Asile. Der Obel. Der hat dich misshandelt? Nee. Mir kannst du doch alles erzählen. Komm, sag es. Schreibmaschinen, Fräulein. Im Büro. Überm Schreibtisch. Siehst du? Da hammert so eine Filu. Hab ich ja immer gesagt. Hinter mir war der ja auch her. Wie? Hinter dir auch? Na ja, früher mal, ganz früher. Ja, jetzt hätte ich mir das ja auch nicht denken können, ne? Aber ich hab den nicht gewollt. Hab sofort hinter seine Maske gesehen. Ich hab die Männer durchschaut, die wollen doch all bloß das eine. Ich hab keinen genommen. Bin sauber geblieben mein Leben lang. Wenn du so sauber geblieben bist, warum wird es dann ein Dreck hier kosten? Weiß ja nicht, was du sprichst. Komm, iss deine Kuchen, sonst wird er noch kalt. Ja. Und du hast ihn geliebt. Oh, ja. Naja, das muss ja ausgerechnet der Engel Hubert sein damals. Doch Hubert oder keiner. Aber wir hatten eine gute Ehe. Eine gute Ehe? Wir sind in den 20 Jahren, wir haben ja die Fische aber rausgekommen. Man ist da nicht anstrengend. Nein, anstrengend ist das nicht. Sag mal, Adele, kannst du dir vorstellen, warum er mir das angetan hat? Tja, Kind, um ehrlich zu sein, du weißt, ich bin deine beste Freundin. Aber liegt dann nicht vielleicht daran, dass du in der letzten Zeit ein bisschen stark auseinandergegangen bist? Und der weiß genau, das sind bei mir die Drüsen. Ja, das sehe ich. So, jetzt muss ich aber gehen. Ich muss noch Milch holen und bei den Müllers. Adele, sag mir doch, was ich machen soll. Ja, da gibt es nur eins. Scheiden lassen und sich ihm verweigern.
Nee, erst verweigern, dann scheiden lassen, dann noch einmal verweigern. Hauptsache ist auf jeden Fall die Verweigerung. Adi, schon mal hier Falle Sachen keinem, ja? Du kannst doch das Korsett. Du weißt doch, ich bin verschwiegen wie ein Grab. Ich hätte nur Mill, Schulden und anschließend bei dem Müllers. Das hier nicht. Schön gehen. Aber was nutzt das alles? Das Leben muss ja weitergehen. Anneliese, Kind, komm doch mal her. Ja. Liebchen, räum hier den Tisch leer. Ja. Hörst du doch jetzt kochen, willst du, ne? Ach nee, lieber was Herzhaftes. Bisschen Jörg? In der Küche im Real sind noch ein paar Jörg. Ein Jörg, wird wer was? Ach, weißt du, Kind, mir ist der Bedresse kochen von dem Adele auch nicht richtig bekommen. Bring mir auch einen Jörg mit, ja. Und wenn du damit fertig bist, da tust du im Laden die Preise raufsetzen, ne? Wann haben wir denn eigentlich zum letzten Mal raufgesetzt? Vor 14 Tagen. Na ja, da wird es ja wieder Zeit. Also, die Elastoformhalter, die machst du von 29,75 auf 32,95, nicht? Und die L-Damider, die machst du von 89,45 auf 98,54. Das hört sich so ähnlich an und das merkt keiner, nicht? Ich gehe jetzt rauf, mich was anziehen. Und wenn eine Kosmetikerin kommt, die soll warten. Die Schönheit ist heute nicht so wichtig, nicht? Und dann kommt's her, die Jörg, nimm ich mit. Engels weg? Nee, die zieht sich an. Na, dann können wir ja. Ach, lass doch der Quatsch. Ich hab noch keinen Bissen gegessen. Was hast du denn da? Gurken. Oh, sag mal. Von den Gurken kann ich zwei auf einmal essen. Zwei auf einmal? Mhm. Du kriegst mich da nicht, Zwillinge. Lass doch der Blödsinn. Komm, 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 komm. Bring dann in die Küche. So. Ach ja. Gute Morgen, Frau Wollmann. Nee, das ist wieder ein Betrieb in der Stadt. Ich habe eine halbe Stunde suchen müssen, bis ich einen Parkplatz gefunden habe. Ich bin ein bisschen spät, gell? Na ja. Also ist dann die Altzwirbel? Die zieht sich an. Also, das hätte sie wirklich auch früher machen können. Ich brauche da auch mal Zeit. Da hätte ich doch noch die eingewachsene Zehe von der Aal Schmitzen machen können. Na und für die Mitesse vom Opa aus der fette Etage jetzt auch noch gelangt. Hui, Daimel, tu jetzt mal weg. Ich hole mir den Massagestuhl rein. Ist gut. Disco-Stress. Egal. Aber was haben Sie dann zu pfeifen? Ich bin doch nicht Ihnen Ihren Hund. Wer sind Sie eigentlich? Haben Sie auch einen Namen? Ich bin der Fensterputzer. So, dann putzen Sie mal ab und pfeifen Sie woanders. Das geht jetzt hier nicht. Hier wird jetzt einer Dame die Runzeler aus der Visage gebügelt. Hause ab, ich kann Sie hier nicht brauchen. Frau Engel, ich bin hier. Was mit der Fechenheim Schönheitspflege, gell? Ja, komm noch ein bisschen. Ein bisschen. Wenn die ein bisschen sagt, kann ich hier nur Rettich pflanzen und warte, bis er groß ist. Soll man wohl hier die Fies in den Bauch stehen? Apropos Fies. Ach, Fußpflege, Frau Engel? Nein, heute nicht. Na, dann nett. Aber Maske de Visage. Wie? Nein, heute nur das Gesicht. Vollmassage von der Metzger Grünewald durch die Lappe gehen lassen. Na, der werde ich heute teuer Brühe andrehen. So, jetzt hol ich noch mein Salonbesteck aus dem Flur und dann nix wie ein Nein mit denen zwei Zentner Lehm gewischt. Nee, Frau John Rockford, diskret, schnell und sofort zur Stelle. Sie brauchen nicht zu sagen, ich weiß alles, John Rockford ist informiert. Mit den Räumlichkeiten weiß ich bereits Bescheid. Ich habe die Pläne des Hauses im Grundbuch eingesehen. Mit der Dienststelle vom Herrn Gemahl telefoniert, Fischereirecht. Habe ich recht? Sie sehen, nee, Frau, Sie sind bei mir in den besten Händen. In Bonn kennt man meinen Namen, ich arbeite mit CIA und FBI zusammen. Sogar Scotland Yard zieht mich in schwierigen Fällen hinzu. Mord, Kindesentführungen, Sie sehen, nee, Frau, Sie sind bei mir in den besten Händen. Halten Sie mal die Luft an. Sie sind verblüfft, nicht wahr, schöne Frau? Ich verstehe nicht, wie man sich bei einer so schönen Frau überhaupt noch einer anderen zuwenden kann. John Rockford würde Sie auf Händen tragen, auf sicheren Händen. Welche Bankverbindung haben Sie? Also, das geht Sie gar nichts an. Sie wissen doch gar nicht, wer ich bin. Aber natürlich. Katharina Engel, geborene Rosenbaum, geboren am 12.05.1900 und...
Nee, das kann nicht stimmen. Verheiratet mit... Quatsch! Sehe ich aus wie enge geborene Rosenbaum? Also ich bin nur da, um derer Dame, die wo sie suche, die Falde wegzubüschele. Sie sind nicht Frau Engel? Oh, dann möchte ich nicht weiter stören, pardon. Auf Wiedersehen. Aber mal, kommen Sie mal genau her. Ich muss Sie mal angucken. Die Frau Engel hat Sie kommen lassen? Ja. Für was? Berufsgeheimnis. Ätsch, ich weiß es auch so. Sie haben es ja selber ausgequatscht, dass derer ihren Mann fremd geht. Oh, aber bitte verraten Sie mich nicht, sonst geht mir der Auftrag durch die Lappen. Ich will Ihnen das Geschäft nicht verderben, aber hause ab, wenn ich weg bin, können Sie ja kommen. Danke sehr und bitte verraten Sie nicht, über was wir hier gesprochen haben. Hause ab, sonst mache ich denn auf die Hose, wollen Sie Sherlock Holmes? Ich hause in einer vollen Fäschen ein. Nee, Frau Engel, ich habe nur den Massagestuhl reingeholt, der quietscht. So, da wollen wir nämlich auch gleich anfangen, gell? Ich habe nämlich gar nicht viel Zeit, ne? Also zuerst einmal eine schöne, gute Morgen, Frau Engel. Mein. Mit schnell ist nichts. Sie müssen sich entspannen, sonst nützt die ganze Behandlung. Und ja, ich entspanne mich. Wie sehen wir denn heute aus? Haben Sie was im Gesicht? Nein. Und wenn wir Sie erst einmal rein, ich Pickel haben Sie heute mal netter. Was ist denn mit Ihrer Haare los? Haben Sie Schnuppe? Nein. Also, die sind ja ganz verstellig geschwollen. Wie soll ich denn das wieder wegkriegen? Also, haben Sie noch Bindehautentzündung oder haben Sie geheult? Das geht Sie ja nicht an, Fräulein Fäschenheim, ja? So haben Sie sich nicht so. Entspanne. Ja. Ich will Ihnen doch nur helfen, dass Ihnen der Mann fremd geht. Also, das ist noch kein Grund, um sich so zu benehmen. Das kommt auch bei besseren Leuten vor. Was ein Elend. Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern. Nur ich weiß nichts. Ja. Hol es nicht schon wieder, denken Sie an Ihr Auge. Entspanne! Ja. Ich mache Ihnen jetzt eine schöne Schaumaske, gell? Ja. Und dann klingt es alles wieder ab. Ja. So, es bleibt ja 10 Minuten drauf. In der Zeit mache ich Ihnen die Fingernägel, gell? Und Sie entspannen sich, gell? Immer schön entspannen. Spannend. Ja, wenn das so einfach wäre, Frau Fäschen. Nichts ist einfach, Frau Engel. Für alles muss man bezahlen im Leben. Ja. Aber dass Ihnen der Mann mit der anderen rummacht, sind Sie auch selber ein bisschen schuld dran, gell? Wer? Ich? Ja, Sie entspannen. Ja. Gucken Sie mal, Frau Engel. Es geht doch auch nicht, dass Sie den ganzen Tag in so Klamotten herumlatschen wie ihr Alloma. Die Männer wollen angeregt werden, die wollen was sehen. Es gibt doch so viel schnuckelige Sachen. Ich kaufe sich doch mal was Schickes, was Jugendliches. Ja, wissen Sie, Frau Fäschenheim, ich dachte immer, wenn ein Mensch so leicht korpulent ist. Sehen Sie, da sagen Sie selbst. Ich hätte nicht davon angefangen, wenn Sie es nicht selber gesagt hätten. Aber Sie müssen was für ihn in Ihren Körper tun. Das mit der Rippsche und der Torte immer nur so eine Neischaufel. Also das geht nicht. Ich habe da zum Beispiel eine wunderbare Diät. Auf rein biologischer Basis. Dr. Schneiders greift die Fettpolster an. Wo greift denn ran? Sie bei mir aber nicht, ja? Finden wir eine anständige Frau, ne? Doch nicht die Doktor, die Diät greift sie an. Entspanne! Ja. Also gucken Sie mal, Frau Engel. Davon, dann nehmen Sie morgens vorm Frühstück 2 Löffel. Dann eine Tasse Kaffee, ihr Scheib Knäckebrot und sonst nichts. Da kostet die Kurpackung nur 180 Mark und 95. Dann nehmen Sie mittags vor dem Essen 2 Dr. Schneiders Appetitsüßler-Tabletten. Da brauchen Sie gar nichts mehr zu essen. Da kostet allerdings die Kurpackung 240 Mark und 50, aber dafür haben Sie ja das Mittagessen gespart, gell? Am Nachmittag, da trinken Sie gar nichts dafür, aber am Abend 2 Dr. Schneiders Vitamin-Beruhigungstabletten. Die kostet nur 39 Mark 50 und das ist doch nur wirklich kein Geld. Also Frau Engel, wenn Sie das mal 4 Wochen gemacht haben, da haben Sie ganz schön was runter und dann werden Sie sehen, dann geht Ihnen Ihren Mann ab. Wieder an die Frikadelle. An die Frikadelle? Ja, sagen Sie mal, Sie unverschämtes Frauenzimmer. Was geht Sie das an, wo mein Mann mir dran geht? So genau wollte ich das gar nicht wissen. Ich wollte Ihnen nur kostenlos einen Rat fürs Leben geben. Kostenlos? Ja, denken Sie da nicht Wirbelstoß. Meinen Sie, ich könnte nicht rechnen. Ich bin doch selbst Geschäftsfrau, ja. Meinen Sie, ich lasse mir von Ihnen für ein paar hundert Mal zu euch andrehen und anschließend noch von dem Doktor nur anpacken Sie. Machen Sie, dass Sie hier herauskommen, ja. Sonst vergessen ich mich, ja. Hauptsache, Sie vergessen nicht, mich zu bezahlen. Außerdem, Roswitha Fischenheim geht auch so, aber das werde sie noch bereuen. Was? Und noch du Puddel!
Ich drehe dich durch der Bringmaschine. Kriege dich aus wie den Nasen umklemmer. Du widerlicher Sterrenstar. Sie ausgeblasenes Niedpferd. Fangtiebe, Gewitter auf. Dampf an Arschhecke. Das kann ich mir ja gar nicht erlauben. Bei meinem Blutdruck, das Flugzeug, Mutterschiff. Nein, nein, nein. Ist das ein ordinäres Frauenzimmer? Leck mir am Arsch. Nicht verzweifeln, die Frauen schon Rockford. Diskret, schnell und sofort zur Stelle. Sie brauchen nicht zu sagen, ich weiß alles. John Rockford ist informiert. Dann kennen wir uns nicht. Leider nicht, es sei denn aus Amerika. Sind Sie nicht gesrungen aufs Händchen aus der Vollerstraße? Haben Sie als Kind nicht Polypen? Haben Sie nicht früher durch die Nase gesprochen? Die Nase spreche ich nur, wenn ich ausländisch spreche. Oh, sagen Sie aber kolossale Ähnlichkeiten mit, ja, die Roggendorfs, die haben Vollerstraße 14 oder 18 gewohnt, ja. Der Vater war Gelegenheitsarbeiter, ja. Aber die Mutter war eine fleißige Frau. Die hatte eine sehr gute Putzstelle beim Jummium, ja. Und die ist dann auch später Beamtin geworden, Toilettenfrau im Hauptbahnhof. Meine verehrten Eltern waren Großunternehmer. Ach, das Hänschen war ja eigentlich immer ein Liebeskind, nur bis sie zurückgeblieben wegen der Polypen da, ne? Und dann Bettnässer, und das sind Sie nicht. Leider. Salem, Harvard, Cambridge, Oxford. Nein, mit den Suppen hatten die nichts zu tun. Haben die Frau Beweise, dass sich der Herr Gemahl einer anderen zugewandt hat? Ja, eben nicht, wissen Sie, der Finsterpilzer. Der hat gesagt, dass er was gesehen hat mit Bürofenster. Aha, ich sehe schon, da müssen wir größere Recherchen unternehmen. Was Sie brauchen, sind Fotos, und die müssen wir in Flagranti machen. Wir so weit? Wir wollten aber dieses Jahr eigentlich ja nicht nach Spanien fahren. Bevor Gnä-Frau keine Beweise in Händen haben, unternehmen Sie nichts, lassen Sie sich auch nichts anmerken, da geht er uns leichter in die Falle. Wenn Sie erst den fotografischen Beweis in den Händen haben, ist die Scheidung nur noch ein Klacks und Sie haben für den Rest Ihres Lebens ausgesorgt. Jawohl. Geben Sie mir einen Vorschuss von 500 und John Rockford macht alles. Wie? So teuer ist das? Aber Gnä-Frau, die Recherchen sind umfangreich. Abhörgeräte, Laserstrahlen, versteckte Kameras. Ja, und dann brauchte ich noch die Adresse von diesem Fensterputzer. Ach, die Adresse weiß ich nicht, aber können wir uns vorne. Herr Zalewski, ja? Komm doch mal rein und putzen Sie hier. Die Fenster, ich spiele so lange oben, ne? Und machen Sie die Tür. Ist gut, Frau Engel. Ja. Mensch, Hetzken Roggendorf! Tag, Hetzken! Tag, Karlchen! Ja, sag mal, was machst du denn hier? Bist du nicht mehr bei der Kirmes? Oder willst du mir vielleicht die 20 Mark zurückgeben? Komm! Komm, lass den Quatsch, du kriegst Daniel. Guck mal hier, 5 Scheine. Du kriegst es ja noch nie, wenn du mich mal mitnimmst in das Büro, wo man die 2 fotografieren kann, die da immer... Was? Das hat die Engels nicht erzählt? Mhm. Und davon will die Bilder haben? Mhm. Und dafür rückt die 5 Scheine raus? Mhm. Weißt du was? Der Frau kann geholfen werden. Pass mal. Kommst nächste Woche zu mich in der Parkstraße, kriegst von mir ein Eimerchen, die Turnschuhe, Gürtel umgeschnallt und dann pssst, nix wie ab die Fassade hoch. Wie, von außen? Na klar, oder meinst du, die lassen dabei die Tür auf? Wie ist das denn hier im Parterre? Nee, im zweiten Stock über der Toreinfahrt. Sehr hoch? Na, so 8 bis 10 Meter. Hinten. Du bist direkt, das kann ich nicht, mir wird das so leicht schwindelig. Dann mach ich jetzt. Gib mich gleich mal die 5 Scheine, komm. Jo, hey, pass auf du, ich dreh in der Aal jetzt halt anderes an. Frau Engel, ne Frau! Ja? Dürfte ich einmal zu Ihnen kommen? Ich hätte Ihnen einen Vorschlag zu machen. Ja, komm doch, aber pass auf, dass meine Angestellte Sie nicht erbringt. Mach ich, Frau Engel! Heiß, Junge, die Engels. Ist das schlimmer wie die Josephine Mutzenbacher? Da wollen wir mal. Sie ist vom Kopf bis Fuß. Mann, oh Mann, die Engels. Auf Liebe eingestellt. Ja, das ist. Juhi! Lass doch! Was soll denn mein Chefin von mir denken? Ach du, die hat doch noch ganz andere Sachen auf Lager. Ja, es ist das Beste, wenn Sie ihn in der eigenen Wohnung überführen. Meinen Sie, dass der sich das hier traut? Aber natürlich, Gnä-Frau. Mit der Zeit wird er leichtsinnig und ich schlage zu. So, hier haben Sie den Hausschlüssel und kommen Sie immer über den Flur herein. Engel! Ja, war das? Warum feuerst du was mit? Da sollte ich Sie noch rufen.
Ach, die Frau vom Steuerprüfer Schmitz, sie hat mir gerade noch gefällt, die Altarnschoder, der Flutterhund, die blödsinnige Geister. Ach, guten Morgen, liebe Frau Schmitz. Ich freue mich ja immer, wenn ich Ihnen mal behilflich sein darf. Gut, dass Sie sind. Ich habe hier vorhin mein Salonbesteck vergessen. Ein Glück, dass ich der Altzwibbel heute nicht mehr begegnen, sonst vergesse ich mich noch an der. Hatten Sie Meinungsverschiedenheiten? Meinungsverschiedenheiten? Man hätte uns beinahe gekloppt. Och, ist doch auch wahr. Erst lässt sie sich bedienen wie die Gräfin Rotz von Donnerkalt, dann beleidigt sein und dann will sie nicht bezahlen. Und ich brauche doch auch mein Geld. Wenn Sie nicht etwas nebenbei verdienen wollen, ich hätte da eine Idee. Wollen Sie ein paar Scheine? Gleich ein paar Scheine? Wer will dann das nicht? Was soll ich denn machen? Kommen Sie mit, das erzähle ich Ihnen draußen. Hier ist nämlich dicke Luft. Jawohl, auf Wiedersehen, liebe Frau Spezium. Auch das noch teuerste Charmantmodell für 246,80 €. Aber die ließ ja nicht locker, die Frau vom Steuerprüfer. Ob schob die Alkohol, wie blödsinnig. Anneliese, mein Gott, komm doch mal her. Das ist Herr Zalewski. Ja, was laufen Sie denn eigentlich immer hinter mir her? Frau Engel, ich lauf doch gar nicht hinter Sie her. Ich wollte mich doch nur einmal kein Wasser holen, für das Fenster zu putzen. Und einmal kein Wasser für die Anneliese. Ja. Gib mir doch mal bitte in der Apotheke ein paar Kopfschmerztabletten. Süß doch nicht, weil ich von Kopping habe. Anneliese! Ja. Bitte geh nicht immer durch den Laden, jeder der Flur. Man kauft du lieber, ja, natürlich uns Kundschaft. Nee, das ist ja wieder ein Betrieb. Hey. Ja, guten Morgen. Ich wohne dicke Kätzchen, das hat nur ein Gossetscher. Entschuldigung, Freunde, so war nicht gemeint. Erzähl, wem er willst. Du willst ja bestimmt einen Liebesbrief abgeben. Ha? Komm raus damit. Moment, ja. Hier liegt ein telefonischer Eilauftrag von Frau Katharina Engel vor. Wohnt die denn nicht hier? Doch, aber was die mit dem Mikrofon will, weiß ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Hier ist der Lieferschein. Ja. Bitte unterschreiben. Wer ich? Ja, wer denn sonst? Das ist ja schon gut. Und wo soll ich das Ding installieren? Hör mal zu, du vollgefressenen Gartenzwerg. Du kannst mich doch nicht weismachen, dass du ein Mikro installieren kannst. Hä? Schnauze! Was ich kann, muss ich dir doch nicht beweisen. Sag mal, wo hast du denn das Monstrum aufgegabelt? Hättest du auch was Besseres verdient? Mensch, du passt bloß auf. Kannst vor Glück sagen, dass du ein Mädchen bist, sonst wird's gleich weiter die Löffel kriegen. Und du kannst vom Glück sagen, dass ich gute Laune habe, sonst kriegst du von mir einen Uppercut und dann selbst im Eis- und Schwimmstadion. Von hier aus und ohne anzuhalten. Großschnauze! Durch! Du, was heißt hier du? Entweder sie oder Tante. Mach doch euren Dreck allein! Komm doch raus, wenn du das willst. Der versucht hinkommt. Oh Mann. Bubi, das gibt's doch gar nicht. Ach so, jeder doch nicht. Du kannst mich doch nicht so blamieren. Was hast du eigentlich? Bin fertig mit den Nerven. Ich bin fertig mit den Nerven, ja, ich auch. Und wer installiert mir jetzt das Mikrofon? Na komm, das mache ich schon. Wer kannst du das denn auch? Na klar, hab ich da schon früher mal eine Brötchen mitverdient. Ach so. Franz, was war denn gestern eigentlich los? Die Frau Engel hat den ganzen Abend über dich geschimpft. Rosige Fensterputzer, hat sie gesagt. Und so eine Unverschämtheit. Hast du mir angestellt? Mensch, Annelies, wie ist ein Ding passiert? Du, ja, du sagst schon. Ja, ich hab geglaubt, du kommst. Und auf einmal hab ich die Engels im Arm. Wenn das so ist, dann gehst du der Frau Engel am besten heute aus dem Weg. Nee, du, das mache ich gerade nicht. Ich gehe nämlich jetzt direkt bei sie und dann sage ich: Entschuldigung, Frau Engel, tut mir leid, hab mich leider vertan. Und hat Annelies nicht ein Kind von mir. Und dann tue ich jetzt heiraten. Nee, das sag ich gerade nicht. Dann sagst du das andere aber auch nicht. Och du Mensch, wie kannst du mich denn nur so blamieren? Lass doch die Heulerei sein. Du weißt, ich kann das nicht sehen. Ach, ist doch wahr. Wenn du mich nicht heiratest, dann heirate ich eben der Holkeshofen Zwilli.
Den nehmen wir auch so. Die Sommerschnauze? Den poliere ich die Fresse, du. Oh je, ich will dich nicht mehr sehen. Nee, das mache ich jetzt gerade nicht. Der Holkeshofens Willi, Mensch, der ist doch ein bisschen bekloppt. Und weißt du, was der noch hat? Hau ab! Mundgeruch! Und außerdem hat er Fußpilz und faule Zähne und abgekaute Fingernägel. Und wenn man Annelies jetzt mit dem Heulen aufhören tut und nicht den Hausschlüssel gibt, dann ich heute Nacht wieder bei sie kommen kann, dann kommt alles wieder in Ordnung. Oh, ich kann dir doch nicht den Hausschlüssel von der Frau Engel geben. Ja, kannst du den Frankensteins Sohn heiraten, ne? Wem? Den Willi, dann ist er Frankensteins Schwiegertochter. Gib meine Schlüssel wieder! Und da kriegen dich noch einmal in die Hände. Die Adi schläft noch, ja. Der Schwengel von die Kette. Ja, moin, 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 schön. Schon sofort der Kaffee. Ja, tu das, Kind, tu das. Da geh ich schon in das Badezimmer, ne? Ja? Ist ein Mikrofon für mich abgegeben worden? Dann ist fix und fertig und liegt auf dem Radio. Danke. Also, Annelieschen, ja. Ich will wenigstens in Ruhe frühstücken. Ja, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Engel ist ja schon gut. Ja. Ach, du, ist welcher alt wieder, der bringt mich auf wahre Situationen. Ne, ne, so geht das. Oh, ich habe von Haus aus schön sind, haben auf in der Liebe Malheur. Wenn sie noch wie ich kein Möhn sind, dann leiden sie vor Leidenschaft schwer, denn ich han Fieber. Wenn du fort bist, Fieber, wenn du nommen das küss. Fieber! Und am Morgen Fieber schüttelt mich in der Nacht. Manchmal am Gemüsestand, manchmal auch der Löw. Fühle ich der leichte Kribbelkrabbel, wenn du mit dingem Schleuzer bei mich küsst, dann hab ich Fieber. Schlimm wie Zamping, Fieber heiß wie Wursch in der Zub. Fieber in der U-Bahn, Fieber in der Badebütt. Heißgeliebte, hör mich wöhle, Sinnlichkeit strengt furchtbar an. Heißes Blut, dat musste fühle, streng dich doch ein bisschen an. Jank nit mi mit andere Flitsche, lass es ause Fleut doch drop. Sonst muss ich dir eine Titsche und du hast ein Hörnchen um Kopf, denn ich hab Fieber. Wenn ich haue, haue nicht und höre nicht ob. Fieber in der U-Bahn, Fieber in der Badebütt. Fieber, alter Moje, Fieber, wenn du nomen das küsst. Fieber am Gemüsestand, fühle ich der leichte Kribbelkrabbel. Wenn du mit dingem Schleuzer bei mich küsst, dann hab ich Fieber. Schlimm wie Zamping, Fieber heiß wie Burschen. Fieber am Geburtstag, wenn du mit dingem Schleuzer bei mich küsst, dann hab ich Fieber. Da habe ich jetzt endlich Frühstück, ich muss nicht an, ja? Ich esse nur ein Brötchen, wir machen heute schon mit dazu. In ein paar Stunden bin ich wieder da. Aber schickt der nicht für Falle zu haben? Naja, der hätte ja schon immer für Zahle andere geschwammen. Wenn man Dominanz versuche, kann dann liebe Sünde sein. Guten Morgen, Geliebter. Moin. Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst? Ich hab gesagt, wenn man sich küsst.
Ich weiß, dass er dein Barren. Geliebter ist die Leberwurst frisch? Ja! Wohl, sie ist außergewöhnlich frisch. Wen die Berühmte bekannt. Geliebter, soll ich dir heute einen Sauerbraten machen? Jawohl, aber bitte nur mit Kartoffelklöße. Jawohl, das tue ich alles gerne für dich, yes, sir. Mannte mich, Miss Wen, die Berühmte. Oh, wie furchtbar! Was ist das wieder für ein grausames Wetter? Es regnet schon wieder. Ich steh im Regen. Oh. Ja, Kitte. Und der Zeiger, der Kirchturm, er tschotscht ich. So ja, ja, witzig, ich muss in das Amt, ne? Oh, Geliebter, musst du mich denn schon verlassen? Ja, ja, ich muss sehen, wenn du den Singer weh, meld mich nervös, ne? Aber doch, du hast ja noch Fensterputzer, vielleicht kannst du dem was vom Regen vorsingen. Und dann gebe ich dir noch eine gute Ratkirche. Treib dir jetzt Wärmes an, sonst holst du dir da Pips. Schon bereits angefangen. Bitte. Saslewski, was wollen Sie denn schon wieder hier? Och, ich wollte mich nur einmal kein Wasser holen, von den Fenstern zu putzen. Ne? Sie wollen sich in meinem Hause anständig benehmen, ja? Jawohl, Frau Engel. Sie wollen die Situation einer Dame nicht ausnutzen, die vom Schicksal hart getroffen wurde? Jawohl, Frau Engel. Diese Dame hat Pech gehabt, aber sie ist anständig. Wenn auch gewisse Umstände... Ach, davon sprechen Sie. Jawohl. Oder sollten Sie sie nicht durch Zufall, sondern mit Absicht... darauf gestoßen haben. Ne? Mit Absicht bestimmt nicht. So, dann hat also Herr Rockford gesprochen. Und Sie wussten das erst später. Was denn für ein Rockford? Ach, Sie sollen da nicht so scheinheilig fragen. Sie sollen sagen, ich habe von Anfang an gewusst. Das habe ich doch gleich, als es passiert ist. So, Sie haben das gewusst. Ja. Von Anfang an. Ja. Sie haben also bewusst dieser Dame den Stachel ins Fleisch gesetzt, um ihr danach die Ehre zu nehmen. Und was gedenken Sie jetzt zu tun? Was gedenken Sie zu tun, um die Ehre dieser Dame wiederherzustellen, ne? Ach, das Beste wird sein, wir heiraten, ne? Alle, die es kann! Alle, die es kann! Alle, die es kann! Kann sie auch in der Jahreszeit in den dünnen Dingen rumlaufen, Frau Engel? Frau Engel? Frau Engel! Oh. Wo bin ich? Zu Hause, Frau Engel, auf dem Sofa. Oh, Anneliese, du bist ein gutes Kind, Anneliese. Geh in den Laden, mein Kind, und sag keine Menschen, was du hier gesehen hast. Ich muss mit dem Herrn Zalewski noch ein paar Worte. Herr Zalewski, Sie sprachen soeben vom Heiraten. Ist das Ihr Ernst? Na, jetzt, wo es passiert ist, ne? Oh, das ist ehrenhaft, aber wissen Sie denn noch ganz genau, ob Sie geliebt werden? Na klar, werde ich geliebt. Oder wäre ich mir nicht so sicher. Kein Mann weiß um die Seele einer schönen Frau. Na schön? Wieso denn schön? Es kommt doch immer aufs Herz an. Und dicker werden wir ja alle mal, ne? Na, keine Beleidigungen, bitte, ja? Die Schönheit dieser Dame strahlt von innen heraus. Ja, sie ist wirklich ein feiner Kerl und sie hat mich auch echt gern. Oh, reden Sie nicht weiter. Ihre Jugend hat sie mit Blindheit geschlagen. Es kann ja sein, dass sie sich im Laufe der Zeit an sie gewöhnen wird. Was wollen Sie denn damit sagen? Sie liebt einen anderen. Und wen? Den, den sie immer geliebt hat und immer lieben wird. Auch wenn er sie schwer hinterging. Die Sommerschnauze, den bringe ich um. Oh nein, das tun Sie aber nicht. Doch, den mache ich kaputt. Oh nein, Herr Zalewski, ich flehe Sie an. Schonen Sie sein Leben, was ist Herr denn los, Frau Engel? Stehen Sie da auf, was haben Sie denn? Oh, wie wird mir, oh,
Ja, aufregen ist noch der Mario schlafen. Ich gehe. Nee, nee. Schon eine Küche von der Raum aufs Essen. Herr Heukeshofens Willi, faule Zähne, abgekaute Fingernägel und Fußpilz. Und auf sowas sind die Weiber scharf. Und mein Annelieschen liebt den? Hat ihn immer geliebt und will den heiraten? Und erst die Engels, schonen sie sein Leben. Hat sie doch tatsächlich wegen der Sommerschnauze vor mich auf die Knie gelegen. Dass die Frau sie aber auch nicht schämt. Annelieschen, komm mal her! Annelieschen, bleib ganz ruhig. Und sag mich jetzt ganz ehrlich, was ist mit dem Heukeshofens Willi? Hör auf zu lachen, Mensch, ich weiß genau, dass du scharf auf den bist. Ja, wenn du das so genau weißt. Ja, das weiß ich von der Frau Engel. Ach, guck mal an. Da staunst du, wa? Mhm. Och, Anneliese, nun tu mich doch den Gefallen und lass die Finger von dem Willi, ja? Tja, wenn du mich heiratest. Ach, klar heirate ich dich, das haben doch schon der Engels gesagt. Du, der Willi, der stürzt dich ins Unglück. Der hat nämlich was mit der Engels. Sag, bist du bestoßt? Mit der Frau Engel, die macht sowas nicht. Ja, die macht noch ganz andere Sachen, du. Die geht in 6 Filme und sammelt pornologische Bilder. Halt, was meinst du denn, was die Frauen in dem Alter alles machen? Hast du nicht gesehen, wie die hier rumhüpft? Ich habe Fieber. Du, ich sag dich, die ist bestimmt Nimmofoto. Ach, ich schäme mich, einer zu sagen. So kenne ich die Frau Engel ja nicht, so war die nie veranlagt. Tja, die Frauen verändern sich, wenn sie in die Jahre kommen. Das ist immer so, wenn sie in die Jahre kommen und wenn sie ein Kind kriegen. Ein Kind kriegen? Karl, da fällt mir was ein. Die Pillen. Die hat sich ja auch die falschen Antibabypillen genommen. Wo sind die überhaupt? Bestimmt, das waren die Pillen von der Frau Engel. Ich werd verrückt. Da kriegt die jetzt auch so ein Vitaminchen. Deswegen ist sie auch in Ohnmacht gefallen. Wo ist sie denn jetzt? In der Küche, Rollmöpse am Essen. Siehst du, du kriegst ein Kind und weiß nichts davon. Das müssen wir dir sofort sagen. Blödsinn! Wir bleiben hier und tun so, als merken wir nichts. Wir stellen uns hin wie immer. Wie immer? Wie immer. Herr Zalewski, ich hatte Sie gebeten, mein Haus zu verlassen, ja? Anneliese, bitte. Herr Zalewski. Ich muss Sie bitten, darüber nicht mit meiner Angestellten zu sprechen, ja? Jawohl, Frau Engel, ich tue alles, was Sie wollen. Ich wollte auch eigentlich nur einmal kein Wasser holen für die Fenster zu putzen. Was? Das hat ihr mich angezogen. Die Frau Engel kenne ich schon von Kind an. Also, Peter, da geht's so nicht weiter. Dein Anneliesin wird immer unverschämt. Lass du nur das Anneliesin in Ruhe. Das Kind ist schon in Ordnung, ne? Sag, wie siehst du denn aus? Wie seh ich da los? Wie ist Miss Piggy aus der Muppet Show? Aber wer trägt sowas heute? Anständige Frauen jedenfalls nicht. Oh, Dirschen, ich will mal was sagen. Man kann das mit der Anständigkeit auch übertreiben. Ne? Mit scheiden lassen und vorbeigeben, das ist nichts für mich. Ne? Ich mach mir so schön, wie es geht. Ne? Ich bin ja kein Aljuffer, ne? Ja, wenn du mich fragst, Herr Braun, mach dich aus. Ach ja, meinst du? Ja, ich glaube, dem Hubert hätte doch nicht richtig gefallen. Na gut, da hol ich mir ein Bad Jugendliches, nicht so was mit Blümchen. Aber Herr Karl! Herr Zalewski, was machen Sie denn hier? Ich wollte mich in einmal kein Wasser holen, für das Fenster zu putzen. Nicht? Im Schlafzimmer? Ich habe mich in der Türe vertan. Ach, richtig. Und weil der sich in der Tür vertan hat, hast du dann ein paar Blümchen angetrocknet. Sadele, was denkst du von mir? Ich denke gar nicht, ich sehe nur. Und sehen kann ich doch gut. Und mit der Freundin Adele Köhler, da habt ihr zwei euch vertan. Der könnt ihr nämlich noch manchmal X für Rufo machen. Ich weiß genau, was hier gespielt wird. Ich gehe. Ich will nicht weiter stören. Oh, ist mir wirklich peinlich, Frau Engel. So, so, Ihnen ist das peinlich, aber mein Ruf ist ruiniert. Was denken Sie wohl, was die Köhler schon tat ist? In 5 Minuten wisset die ganze Nachbarschaft und dann erfährt ihr es und mein Ruf ist ruiniert. Aber Sie werden das richtig stellen, Herr Zalewski. Sie werden dieser Mann, der mir über alles geht, die Wahrheit sagen. Sie werden ihn um Entschuldigung bitten in aller Form. Der heute ist oben, Willi, kann man mal den Buckel runterrutschen. Lass mich! Hat jetzt eben im Heukeshofens Willi zu tun. Mein Gott, was ist das? Am Himmel. Ach, du Liebe. Madame,
Ich habe gewartet, bis die Luft rein ist. John Rockford ist nämlich diskret. Wie, Herr Rockford? Hat die denn eine Beine oder sind sie mit die Arbeit? John Rockford ist nicht untätig gewesen während der vergangenen Nacht. Ich habe in allen einschlägigen Lokalen umfangreiche Ermittlungen über den Herrn Gemahl geführt. Oh ja, das rüscht mal, ja. Deswegen, nee, Frau, für meinen Beruf opfere ich meine Gesundheit. Ich habe noch kein Auge zugemacht. Ja, das sieht man. Aha, man sieht es. Keine Angst, nee, Frau, ich will Ihnen die Überstunden nicht in Rechnung stellen. Auf der Begleichung der zusätzlichen Spesen? Oh, wer ist das denn? Muss ich allerdings bestehen, die sind in dem bescheidenen Honorar nicht inbegriffen. Bescheiden? Sagen Sie mal, Sie haben wohl eine Erbse am Wandern, was? Sie haben gestern 500 Mark von Frau, an meiner Lauterkeit zweifeln, muss ich Ihnen meine Mitarbeiter aufkündigen. Oh, obwohl ich in der vergangenen Nacht Dinge erfahren habe, die Ihre 5.000 wert sind. Das ist bares Geld, auch für Sie, Madame. 5.000 für mich? Jawohl, auch für Sie. Ihr Mann verkehrt nämlich samstags in der Bar Erotikon und badet noch in Sekt. Also das kann das nicht stimmen, baden geht denn nur sonntags. Und von Sekt kriegst du immer so brennen und vergisst du den Dienstags aber nach dem Kegeln. Aha, die Kegeln dienstags. Und wann kommt er nach Hause? Ach, das weiß ich, steht da scharf. Arme Frau, ich sage Ihnen, Ihr Mann ist nicht Kegeln. Aber Sie wollten ja mal Dienste nicht mehr in Anspruch nehmen. Doch, komm uns her, wo ist er dann? Ich sagte bereits, in der Bar Erotikon. Da konntest du denn im Büro nichts erfahren? Die Recherchen im Amt sind mir leider vom Verfassungsschutz untersagt. Aber in der Bar Erotikon. Ach, sag doch hier das Wort. Ich weiß ja nicht, was alles soll ich sagen? Ich will Ihnen eine Liste vorlesen. Eine Liste? Jawohl. Dienstag, den 4.10. Fräulein Marlene, leider abgereist. Jo, das vor des. Dienstag, den 11.10. Fräulein Dagmar, anschließend Selbstmord. Jo, das kaputt ist. Dienstag, den 18.10. Fräulein Petzi, sehr wahrscheinlich in anderen Umständen. Oh, da könnt ihr doch aufpassen, was dusselige Lu, da kann die mir doch nicht verstanden. Es sollen sogar Fälle von Gruppensex vorgekommen sein. Gruppensex in dem seinem Alter, wissen Sie, was der Mensch für ein Blutdruck hat? Nee, Frau, ich will Ihnen das weiter ersparen, alles Weitere. Was ich Ihnen aber leider nicht ersparen kann, ist die Tatsache, dass er heute ein gewisses Fräulein Peggy zu sich in die Wohnung eingeladen hat, um mit ihr... Dass der sich das traut überhaupt. Sie werden es erleben, gnädige Frau. Ich werde es durch Fotos dokumentarisch belegen, wie die beiden in ihrem Hause... In meinem eigenen Hause, was ein Elend. Ich weiß, es ist hart, gnädige Frau, aber durch diese Fotos wird jedes Gericht... Ja, wofür Gericht, das soll eine Entdeckung schwappt, denn angewisse, ich bin eine begehrte Frau. Los, jetzt wie Schuss sind, verstanden nicht ein Anwalt. Gewiss, aber kommen wir zur Sache, gnädige Frau, für dieses gefährliche Unternehmen brauche ich Ihr volles Vertrauen und die Diskretion Ihrer Angestellten. Ach, mit Anneliese, ihr seid doch nichts. Anneliese, komm doch mal rein. Also das ist der Herr, also dass Sie Detektiv sind, darf ich doch wohl sagen. Ich bin in einer wichtigen Angelegenheit für ein paar Stunden hier im Hause tätig. Er hat mein volles Vertrauen, gib ihm jede Auskunft und was er sonst noch will, wird er das selber sagen. Und versprich mir hoch und heilig, dass du keine Menschen sagen wirst, dass der hier ist, drüben der Tisch auf. Schau dir so ein bisschen an, Trecke, das soll ich verwirklichen. Doch, der Pips, ja. Und wenn ihr Finsterpütze könnt, dann schmieße da raus. Sonst bringt ihr mich wieder in Situationen. Also, was wollen Sie wissen? Wo ist hier die Hausbar? Ein Hausbar haben wir nicht, weil der Frau Engel das nicht will. Aber hier im Sessel hat der Herr Engel, der Beamter, ist ein Geheimfach. Und danke, das genügt. Und wo ist das Bier? In der Küche. Ja, dann holen Sie es schon. Ja, warte dann. Kölsch natürlich, aber schön kalt. Wärm, das besser passe. Oh, jetzt kann ich wieder klar denken. Danke, und was haben wir noch? Schlafzimmer, Badezimmer, Flur. Und was ist das? Die Umkleidekabine. Ah ja, die ist gut. Ach Gott, den Tisch muss ich ja auch noch abfallen. Anneliese, hier ist ein fremder Kerl im Zimmer. Ach, Liebchen, hier ist keine Magen. Du lügst, Mensch, ich bin auch kein dummer Junge. Karl, ich darf dich nicht mehr reinlassen. Die Frau Engel hat mir... Herr Saleski! Ich hatte
Sie gebeten, das Haus zu verlassen. Ja? Glauben Sie mir, das ist besser. Okay? Entschuldigung, Frau Engel, ich wollte auch eigentlich... Ja, ich weiß, ich habe schon was für den Finster zu putzen. Ne? Langsam müssen Sie ja was hier Besseres hinfallen lassen. Also ich habe wirklich kein Wasser, hier kommen Sie selber. Ja, dann gehen Sie mal rein spazieren, dann kriegen Sie Wasser, so viel Sie wollen. Ne? Und außerdem kriegen Sie einen klaren Kopf. Anneliese, ich muss jetzt weg, aber nur ein paar Häuser weiter in das neue Sportmodengeschäft. Ich bin direkt wieder da. Schütt mir schon mal einen Kaffee auf. Ne? Tschüss, Frau Engel. Ja, nichts. Tschüss, Herr Zalewski. Sie, John, mit. Ja, was soll ich denn mit Sportmoden? Aber lieber Herr Zalewski, mit mir werden Sie doch wohl noch jeden wollen. Nicht wahr, Herr Zalewski? Ist die Luft rein? Ja. Gut, dann gehen Sie in den Laden und kommen nur, wenn ich Sie rufe. Alles andere mache ich. Ist gut. Auch das noch. Rumpelstilz ins letzte Wehgenosse. Komm rein, kann überhaupt nichts passieren. Ist alles in Ordnung. Komm herein, die Luft ist rein. Also nochmal, wenn dich jemand fragt, du bist vor deinem Peggy, Tänzerin in der Bar Erotikon und kriegst ein Kind vom Herrn Engel. Nee, das geht nicht. Die Engel sind, kennt mich doch auch mit der Perücke. Na und, die kriegst du doch gar nicht zu sehen, nur ihn. Der kennt mich doch auch. Ach, umso besser, dann merkt er doch nicht. Was soll ich denn sagen? Ist doch egal. Erzähl vom Wetter oder im Himmel ist Jahrmarkt. Die Hauptsache ist, dass du während dem Gespräch den Mantel öffnest und dich zu mir hindrehst. Ja, nicht hier. Ich liege da oben hinter dem Oberlicht und knipse euch. Also klar, wenn der Engel hinsieht, machst du den Mantel zu. Wenn er wegsieht, machst du ihn auf. Komm, lass mal sehen. Was denn? Na, den Fummel natürlich. Hm. Mach wieder zu, sonst knipse ich jetzt schon. Das geht trotzdem nicht. Auf dem Foto ist doch dann mein Kopf drauf. Und den kennt doch die Engelsen. Na und, dann drehst du den Kopf ein Stück zur Seite, dann sieht man nur die Perücke. Und die kennt die Engels nicht. Komm, wir probieren. Stell dich. Wenn das herauskommt, bin ich bei der Innung ohne durch. Ach, halt den Mund. Auf! Ah! Nicht den Mund. Den Mantel. Wunderbar, großartig. Keine Angst, das kriegen wir hin. Ich hab trotzdem kein gutes Gefühl. Ich hab sowas doch noch nie gemacht. Du, jetzt mach mir keinen Ärger. Wenn wir Glück haben, spuckt die Alte dafür 5 Riesen aus. Und dafür habe ich schon mal ganz gern kein gutes Gefühl. 5 Riesen? Ja. Dafür kann ich mir ja 6 Monate in Mallorca die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Na klar, aber die sind ja nicht alle für dich. So, jetzt mach dir nebenan den Kaffee. Wenn das soweit ist, ruf ich dich, kommst du über den Flur zurück. Darf ich mir auch was bestellen in dem Kaffee? Klar, was du willst. Zeig doch die Alte. Oh, du, ich finde das prima. Dafür, dass die Engelsen glaubt, dass ihr Mann fremd geht, krieg ich Kaffee und Kuchen und kann dann nach Mallorca. Aber wenn ich Ihnen doch sage, die Frau Engel ist nicht da. Madame, nix da? Nee. Madame Mafi? Ma was? Ach nee, da ist die auch nicht. Die ist nur ein paar Häuser weiter, was einkaufen und die kommt sofort wieder zurück. Das Narks hält mich noch wahnsinnig. Nix verstehe ich, Arabisch. Madame, nix da. Ach Gott, der Kaffee, dann hauen Sie ab. Ich habe jetzt keine Zeit für Sie. Ich werde hier noch bekloppt in dem Hut. Madame, nix da. Madame Mafi. Hier wird nicht nur Schino, Hamster, Schalala. Ja, was soll das denn überhaupt? Ich weiß doch, dass ich nicht schlecht von dir denke. Aber was soll man denn da denken, wenn man dich in dem Basilümpchen Süd und der Finsterpütze, der Gutes in dem Schlauch. Aber das ist bestimmt nichts vorgefallen. Der Kaffee, Frau Engel. Ja, ja, das glaube ich dir, ja. Aber was meinst du, was die Leute von dir denken, wenn du mit so einem am helllichten Tag per Arm über die Straße gehst? Das ist ein Schürzenjäger. Der putzt ihn nur finsterer, der putzt noch ganz andere Sachen. Adele, Junge, Junge, du kannst mein Glück sagen, dass die Männer nicht hinter dir her sind, ne? Wenn man schön ist, muss man viel mitmachen. Tja, für ein flüchtiges Abenteuer war ich mir immer zu schade. Und außerdem merken die Männer gleich, wer für einmal schnell zu haben ist. Oh, den schneidest du dich aber. Mich wollten die Männer immer direkt heiraten. Ja, schließlich habe ich ja der Hubertigkeit und nicht du. Ne? Aber das Kaffee kriege ich jetzt wohl nicht. Und so, ja, der Finsterpützer, der hat heute in aller Form um meine Hand angehalten. Ist das wahr? Ja, wenn ich es dir sage. War er arsch leidenschaftlich? Oh, nein, im Gegenteil, der war fast zurückhaltend, ja. Der hat schlicht und einfach gesagt, das Beste wird sein, wir heiraten. Der hat dir einen Heiratsantrag gemacht?
Oh ja, Adele, bei mir wissen die Männer, wenn sie vor sich haben. Ja, was mich nur beunruhigt, ist, dass sie der Hubert umbringen will. Wie will der Hubert umbringen? Na ja, aber das lass nicht so. Weißt du, wenn auch fremd geht, umbringen lass ich aber nicht. Käthe, Käthe, das nimmt noch mal ein schlimmes Ende. Oh, danke. Ja. Ah, verdammte. Guten Morgen. Frau kriegt Kind. Was? Ja, ja, nun, ja, das bringe ich ja schon in Ordnung. Ich, du, Sie können nicht kommen immer hier rein. Das nicht meinen ist gut. Wenn du mich weißt, hat der Hamster von Nudino, Hamster Schalala. Dann gehen Sie schon mal mit Ihrem Tralala. Das können Sie ja hier. So, du Ma und du Mora, jetzt fängt ihr an mit einem Araber an. Also alles sollte man für Erno auch nicht machen. In diesem Hause kann man nicht mehr verkehren. Ich gehe. Ja, wer ist der Kassette nicht? Ach ja, der Kassette. Sagen Sie, Käthe, wer war das? Kundschaffe. Kundschaffe? Das Ding im Schlafzimmer? Das geht sich nichts an, wenn man jetzt geschenkt kriegt, muss man den Schlüssel zahlen, ne? Ich bin eine anständige Frau. Ja, das wissen wir. Ja, Adele, kannst du ja auch nicht führen, ne? Und du probierst uns das Kassette. Adele, ja. Wisst ihr was? Ich bin nämlich schöner wie du. Annelieschen, ja. Och, zeig mir doch mal gerade das Korsett, was du Frau Engel mir geschenkt hast. Ach, da ist ja auch wieder der Herr Zalewski. Na, sind die Fenster immer noch nicht sauber? Also, Frau Köhler, ich will Sie jetzt mal was sagen, ja? Sie brauchen mir überhaupt nichts zu sagen. Ich weiß genau, warum Sie den ganzen Tag hier mit Hause rumschleichen. Und warum? Weil Sie ein Verhältnis mit der Frau Engel haben. Das bin gar nicht ich, das ist der Heukelsohn Willi. Was? Der Heukelsohn Willi auch noch? Ja, Anneliese, was sagst du denn dazu? Ja, dazu kann ich ja nichts sagen. Diese Jugend heutzutage, das ist nicht für möglich. Oh, oh, das verdammte Rheuma, Annelieschen! Und machen wir doch mal gerade den Reißverschluss auf. Was lachst du denn so blöd? Doch, Schutt. Aber hier ist doch ein Mann, oder nicht? Also ich sehe keinen. Aber hier war doch einer. Ach, Sie meinen Karl Zalewski? Nee, den meine ich nicht. Trinken Sie den Cognac, der wird Ihnen gut tun. Annelieschen, schwör mir auf dein Augenlicht. Von einem Köhler, aber so was schwört man nicht. Trinken Sie lieber den Cognac, ich muss in der Laden. Ach, da ist ja Adele, da Adelchen. Tag, Hubert. Hey, und da Adele trinkst du hier Schnaps, hier so fein. Weißt du was, da hol ich mal Glas und setz mich dabei. Tu das, Hubert, du hast es auch nicht leicht im Leben. Wie? Und Bier trinkst du auch? Junge, Junge, das ist wirklich ein Blut für, ne? Das Bier ist nicht von mir. So, vom Kitchen aber auch nicht. Die trinkt nämlich nichts, ne? Ja, das denkst du. Was meinst du, von wem der Cognac ist? Donnerkiel, das ist aber eine Jode, wa? Der ist von deiner Frau aus dem Geheimfach im Schreibtisch. Oh, die hat ein Geheimfach? So was werde ich mich nicht trauen, ne? Und von wem ist das Bier? Das weiß ich nicht. Aber vielleicht ist ein fremder Mann im Haus. Ein fremder Mann, was soll der da nicht? Oh, das musst du schon deine Frau fragen. Ah, die wird mir das schon sagen, ne? Prost, Adele. Prost, Hubert. Und wenn sie dir nicht sagt? Dann ist auch keiner da. Was war das? Oh, da war sicher jetzt eine Leuchtreklame passiert. Hubert, ich sage dir, in deinem Hause geht was vor. Oh.
man trachtet nach deinem Leben. Ach, Adele, du liest so viel Krimis, Prosa Adele. Ah, schon wieder. Hubert, und schießt einer auf dich. So, hätte aber nicht von innen geschlagen, hey, ne? Ach, du Jeck, wer soll denn auf mich schießen? Der Finsterpützer. Der Finsterpützer, Prosa Adele. Och, wenn du hier liest und tot bist, dann wird dir das Lachen schon vergehen. Der Finsterpützer, der hat nämlich ein Verhältnis mit deiner Frau. Der hat dir heute einen Antrag gemacht, hat sie mir selbst erzählt. Und der will dich aus dem Weg räumen. Digga Dede, du hast so viel Schnaps getrunken. Jo. Wenn ich nie so viel Schnaps getrunken hätte, hätte ich ja nicht den Mut, dir das alles zu erzählen. Die hat nämlich nicht nur was mit dem Finsterpützer. Die hat auch noch was mit einem anderen Mann. Der hat da eben in der Ankleidekabine gesessen. Die hatte eine Araber. Und die hat auch noch was mit dem Holkeshofen Zwilli. Mit dem Holkeshofen Zwilli? Und wer hätte das gesagt? Der Finsterpützer. Und der hätte eine zweite Gäts gehalten, ne? Du wirst mir noch mal dankbar sein, dass ich dir über deine Frau die Augen geöffnet habe. Frag doch das Anneliesin, du, ich sage dir, das weiß was. Das darf das nur nicht sagen. So, das Anneliesin. Schön, da wollen wir das Anneliesin fragen. Anneliesin, komm jetzt rein. Aber nicht so direkt. Doch, so direkt. Ich mache nämlich schnell mit Köpfen. Ja, Herr Engel. Anneliesin, ich muss dir mal was fragen, aber du musst mir unter alle Umständen die Wahrheit sagen. Ne? Ich lüge nicht, Herr Engel. Ja, das weiß ich schon. Also, Kind, was ist mit dem Finsterpützer? Also, mit dem Kasalewski ist es so. Der kommt hier ja immer die Fenster putzen. Und weil meine Eltern nicht wollen, dass ich... Du fangst mit den Eltern klipp und klar. Hätte der Karl jetzt mit meiner Frau? Nein, bestimmt nicht. Hätte meine Frau jetzt mit einem anderen Mann? Das glaube ich nicht, ganz bestimmt nicht. Mit einem Araber? Vielleicht mit dem Holkeshofen Zwilli? Entschuldigen Sie, Engel, aber darüber kann ich nur lachen. Ja? Die lachen uns aus. Och, du kannst mir erzählen, was du willst. Der Finsterpützer. Ja, schön, 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 da brauchen wir der auch noch. Karl? Ja? Unser Rennen? Jo. Aber nicht wieder so direkt. Nein, ich fange ihn ganz diskret. Ja, was gibt es denn, Engel? Karl, hast du ja mit meiner Frau? Ich? Mit ihrer Frau? Nee, ganz bestimmt nicht. Da müsst ihr auf der Stelle tot umfallen. Ich hab doch gesagt, nicht so direkt. Schön, dann nicht so direkt. Und sonst? Wie, ohne sonst? Vielleicht mit dem Holkeshofens Willi? Ich? Dem Holkeshofens Willi? Nee, du Jeck, mit Frau. Aber ich finde das nicht schön, wenn so alte Juffern, die keinen Macker mehr mitkriegen, versuchen, ihn auseinanderzubringen. Ja, ist auch nicht schön, aber der Freund Köhler meint es ja gut und die kann sich auch mal vertun, ne? Alte Kneifzange! Hab ich das nötig, mich hier in diesem Hause beleidigen zu lassen? Wo Kitty mir doch selbst gesagt hat, dass der einen Antrag gemacht hat. Ja, ja. Hier, nein, da, an dieser Stelle. Ja, ich will auch, Juffer, aber du hast Knöpfe da oben. Siehst du dann nicht, wie das sich immer obdackelt? Und der Putzterfutzer, der Finsterfutzer, der hat gestern hier die Finster geputzt und hügert wieder. Ja, da hast du allerdings recht. Ich weiß, was ich sage, Hubert. Der Fensterpuppler Putzer hat, so ist sogar heute mit deiner Frau per Arm über die Straße gegangen. Am helllichten Tage. Sag, was sagst du da? Ich weiß, was ich sage, Hubert. Hör auf mich. Die zwei führen was gegen dich im Schilde. Wird er wieder geschossen? Nee, nicht geschossen, wie ihr blitzt. Ja, hoffentlich geht dir jetzt ein Licht auf, Hubert. Verschaff dir Gewissheit. Aber nicht wieder so direkt, da bringt nichts ein. Ja, was soll ich denn machen? Moment, ich habe die. Beobachte deine Frau. Sieh sie dir genau an, die wird sie schon selbst verraten. Weißt du denn, was in deinem Hause vor sich geht, während du im Amt bist? Ja, da könnt vielleicht ein dran sein. Ja? Ich habe mich gestern hier angerufen, habe ganz lang Lücke los und da hat sich keiner gemeldet. Siehst du, Hubert, ich sage dir, deine Frau kommt in der zweite Frühling. Da hast du dein Frühlingsvögelchen. Das hat mir ein Jubelend, ne? Oh, oh. Du bist doch da, das ist eigentlich schade. Ich wollte mich mit meinem
meinem Männlein bei der Leinwand. Sag mal, wie läufst du denn schon wieder rum? Ja, wieso? Das trägt man noch heute bei uns im Sportverein. Wie, messt du jetzt Hochleistungssport? Das Kleid passt aber nicht zu dir. Doch, es passt nicht nur was lang. Ich glaube, ich mache eine Saumkürzer. Bitte benimm dich. Ja, Adele, du kannst ja sowas nicht tragen. Aber meine Hubert gefällt dir, die war mir die Leine. Ja, aber nicht an dir. Vielleicht an deinem Schreibmaschine, Fräulein. Ich hab nichts gesagt. Adele! Ich hab doch gesagt, ich hab nichts gesagt. Sag mal, Käthe, möchtest du dir nicht was anderes anziehen? Zumindest in warmen Unterhose, sonst kriegst du wieder an den Nieren. Ach, an den Nieren. Deine Gleichgültigkeit, die geht mir an den Nieren. Was soll ich denn vielleicht hier rumhüpfen wie eine Heizefeiz? Ich bin müde Arbeit und ich habe noch nichts gegessen. Ist der Surbraude fertig? Hubert, der hast du vergessen. Oh, ist der wieder angebrannt? Nee, Hubert, der hast du ja nicht gebrannt. Ja, das haben wir ja, ne? Morgens, da kriegt meine Uhr gefüllt. Geliebter, soll ich dir einen Surbraten machen? Ja. Und da freut man sich der ganze Morgen rum, und da kriegt man los, und da ist nichts gekocht. Ja, das haben wir hier, ne? Ketchup kaufen, mit dem Finster, Pizza per Arme über die Straße schauen und da nichts kochen. Und unsere einem hängt der Mare, bis auf die Knie. Kitchen, das schenkt nichts. Oh, mein Liebchen, schimpf nicht. Ich warte ganz schnell ein paar Spiegeleier in den Pann, ja? Spiegeleier, ja, ist denn da der Essen für eine ausgewachsene Mann? Ich will eine leckere Erzensuppe, ich will ein Kotelett mit Brotäpfle, leckere Schlott dabei. Und das Pudding, da will ich Eis oder Käse. So, und wenn das fertig ist, dann könnt ihr mich schon weg. Ich lehne mich von dem Bett. Ich bin mir ja blöd. Ja, mit! Merkt euch das! Junge Adele, du bist vielleicht ein Tratsch, du. Wie gut sei denn, Hubert, dass mit der Pizza Pizza bei Arme über der Straße gegangen bin, ne? Ach, das habe nicht nur ich gesehen, das verzählen sie ja noch im Supermarkt. Und wenn du so wieder mähst, dann bringen sie das offen in der Tagesschau. Und wenn ich ein Tratsch bin, dann bist du ein Tief. Hau. Hau, Adele, das geht noch mal zu weit, weißt du? Ich kann mir noch von dir nicht alles hier fallen lassen, ne? Schon früher, wie ich ganz klein Kind von 3 Jahren war und wie du hast, ob ich aufpassen müsse, hast du mir das Schokoladefort gefressen, ne? Bei meiner Hutschig, da hast du was Ehrenjungfrau extra auf der Schleier getroffen, da das Kränzchen in den Sohn geflogen ist. Du hast... Ja, Käthe, das habe ich all getan. Aber ich war dir treu. Ich war da treuer wie die vornehme Freundin der Frau Salzmann. Ich war da so ja treuer wie deine eigene Mann. Ach komm, Käthchen, höre doch. Warum zänken wir uns eigentlich? Wir vertrauen uns ja doch immer wieder. Hesse recht. Vergiss es, Käthchen. Jeder Mann hat Essen kochen. Ich probiere derzeit mal das Korsett an und dann essen wir zusammen und dann ist alles wieder Jugend, ja? Ist es wieder gut, ja? Gita! Ja, Badis! Guck mal schnell in der Abkleidekabine, ob da nicht wieder eine fremde Mann drin ist. Oh, Badile, mach dir keine unnütze Hoffnung. Bitte schön, wo ist denn hier der fremde Mann? Und wenn du immer noch jetzt willst, dann kannst du mich ja rufen. Ich will doch küssen. Ja. Angora Hasi, doch. Da war der fremde Mann, der hat sich in Schlafzimmer geflüchtet. So, im Schlafzimmer geflüchtet. Hubert, ist aber auch ein Mann im Schlafzimmer. Ja, was soll ich da mit einem Mann im Bett? Ich kann nicht mehr, ich muss mir noch einen Schnaps trinken. Ja, das tritt dir wirklich nichts zu essen an. Ja, kann ich denn hier nicht in Ruhe mein Mittagsschläfchen haben? Wäre ich doch ein Angeblieb, Adele. Oh, Entschuldigung, Adele. Ja, sag mal, Adele, was ist denn mit dir los? Du sitzt da im Korsett und trinkst Schnaps. Ja, was meinst du denn, wo du wirst? Was? Ach, mach doch nicht.
nicht so ein Theater. Bist ja sonst nicht so pingelig. Na, was willst du noch? Ihr Weiber seid ja alle jall. Was, wir Weiber sind jall? Adele, hast du einen in der Krone? Oh nein, ich sehe klar. So klar habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ja, von wegen klar. Wie besseres in die Sprengen erzählen. Ja, sag mal, Käthe, du willst doch nicht so über die Straße schauen. Ja, ne? Wieso? Das trägt man heute. Zieh dir wenigstens einen Mantel drüber und dumm die Schleppe zum Haar. Mein Gott, bleibt da mit dem Baby Dollar und mit der Blecke fort. Denk ich doch gar nicht. Mensch, geh noch mal her. Mensch, ja. Ja, was ist denn hier? Lass dich an der Jacke in Zigarren. Ja, wo sind... Adele! Ja, Hubert? Hast du mein Zigarre geraucht? Hubert! Ja, natürlich, hast du, hier liegt ja noch eine Stummel, ne? Pass auf, Adele, dass du nicht in den Putz fließt! Hubert, Hubert! Das geht zu weit! Ja, das geht auch zu weit! Wie du jetzt schon wieder hey, doch, doch, Adele! Ja, komm, und wieder Beste sind die Sprengen nicht, hey! Ja, wann kriegst du Lück endlich jetzt zu essen, ne? Ich bring doch nur das Dielchen aus, 5 Minuten. Ja, siehste, und da tut man nämlich zu lang, weißt du? Da machst du mir das Gott nämlich selber eine Moment, Papier. Wenn du ja, meinst, das kündigst. Ich kann's mir! Oh, da! Ja, oh, da! Und Sardine hätte mich nur, hat wieder einen Mann gesehen. Fräulein Bechner, Sie sind das. Guten Tag, Herr Engel. Ach, da hat die Fräulein Köhler Sie sicher für einen Mann angesehen. Ne? Müssen Sie vielmals entschuldigen. Die ist nämlich besoffen. Ne? Die Fräulein Köhler ist besoffen. Was haben Sie denn da für eine fussige Möp auf dem Kopf? Also ehrlich gesagt, ohne Perücke gefallen Sie mir aber besser, ne? Ach, wirklich? Ja. Ja, Sie wollen sicher bei meiner Frau. Tut mir leid, die ist gerade im Moment fort hier. Nee, Herr Engel, ich wollte eigentlich zu Ihnen. Ach, bei mich, Kind, ich lass mich doch nicht massieren, ne? Haltet jetzt nicht den Blitz? Nee, dass ich wüsste, wie Sie sich hatte eine kleine Meinungsverschiedenheit mit Ihrer Frau. So, die habe ich jeden Tag. Wissen Sie, die Damen sind da ein bisschen empfindlich. Und jetzt? Jetzt wollte ich Sie fragen, ob Sie das nicht wieder für mich zurechtbügeln. Nee, ich meine, ob es jetzt nicht geblitzt hat. Da irre Sie sich. Aber vielleicht haben Sie was an der Augen. Oh, nee, sind doch nicht noch sehr jung. Dann ist es der Kreislauf. Die müssen was für ihn in ihren Kreislauf tun. Oh, trinken Sie doch direkt einmal Schnäpschen. Ja, Schnäpschen ist immer gut. Clara wäre besser. Haben Sie kein Clara? Ach, natürlich habe ich auch. Tischlein deck dich, Esel streck dich und Knüppel aus dem Sacke. Ist der besser? Ja, der ist besser. Ja, der ist auch besser, ja. Nimmst du doch Platz, Fräulein Fechenheim. Danke, ich steh, Liebe. Ebere Schnäpschen, ne? Da sag ich nicht nein. Ja, das habe ich doch gleich gesehen, dass Sie ein Schnäpschen trinken. Also dann? Prost, Herr Engel. Ja, Prost, Fräulein Fechenheim. Und jetzt noch nix? Aber soll dann gewesen sein. Nee, nix. Wissen Sie, das war so. Ich habe bei der letzten Behandlung zu Ihnen Ihrer Frau gesagt, dass ein bisschen viel Speck. Ich meine, Spiel um die Taille hatten, das hat ihm ja übel genommen. Ach, da sind Sie aber im wahrsten Sinne des Wortes in den Fettnäpfchen getreten, ne? Und wenn ich Sie jetzt ganz freundlich bitte tät, ob Sie das nicht wieder für mich zurechtbügeln? Ja, ich will sagen, was Sie wollen. Hey, blitze! Ja, ich sag nur Liebesgrüße aus Lederhose! Peter, das ist zu viel, es reicht! Ich lasse mich scheiden! Schlafzimmer habe ich jetzt notiert. Halt, da fehlt noch die Standuhr. Eine Standuhr. Westminster. Klang. So, jetzt geht der Wäsch. Och, hört ja. Also, ich hatte mit in die Ehe gebracht 36 Betttücher, 24 Blümelbezüge, 36 Kopfkissenbezüge, 36 Küchentücher. Ach, das ist hier kaputt. Naja, die kann der Hubert Johann, ne?
mein Gott, wie spät haben wir denn jetzt? Ach du lieber, ja, das lang 4 Uhr durch und ich setze immer noch eh. Ich kann die Augen nicht mehr offen halten, aber der schlürft. Kohlenzer, Evo, Juppensex. Mein Gott, jetzt hast du die wahrhaftig Juppensex hingeschrieben. So. Und was haben wir noch? Ja, da haben wir mal zunächst die Bilder, ne? Also im Schlafzimmer, da hängen die betenden Hände von Dürer. Und von wem sind die? Ach, da schrieb einfach Rembrandt. Im Schlafzimmer überm Bett, da hängt der Jesus im Kornfeld. Kunstdruck. Wer hat das gemalt? Ach, das ist ja nur Druck. Ach, da schrieb man Dumont Schauber. Und im Flur, da hängen die lüsternen Reise in Öl, die sind von der Tante Agnes für die Verlobung. Ja, und dann ist ja im Flur noch die schöne Alkomode mit der Silberbeschläge. Die ist ja vom Hubert Singer Oma. Ewe, die Katze, die Katze, die Katze. Dann sind im Flur noch die Wolkenstoß mit der Überjahrdinge, die sind... Dreckig, die müssen uns die Wäsche wegen. Das geht dich ja nicht an, die kannst du ja auch haben, ne? Oh, Kätchen, komm, lass uns doch mal in Ruhe über alles sprechen. Mit dir spreche ich nur noch über meinen Anwalt. Und ein anderer kannst du ja mit dem Schreibmaschinenfräulein besprechen, ne? Oder mit dem Fräulein Peggy. Mit wem? Ich hab gesagt, mit dir spreche ich nicht mehr. Und wenn du es wagen solltest, mit deinem Harem hier reinzuziehen, dann werfe ich hier einen Molotow-Cocktail. Ja. Das ist geil. Wenn man Geld oder Bund, wenn man Fliesi ist, dann kommen die anderen Weiber rein und machen die Rumpen. Und ja, das ist für die Kinder. Was heißt denn? Herz. Herz? Herz. Ja, das Herz. 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 Dann sind meine geschäftlichen Angelegenheiten drin. Ich will dir doch nur helfen und sei mal vernünftig. Oh ja, dann bin ich so vernünftig wie in meinem Leben noch nicht wahr. Du kannst haben, was du mit in die Ehe gebracht hast. Na, sonntags hast du und 2 Paar Söck. Hast du dir nichts zu sagen? Nach 20 Jahren glücklicher Ehe! Sag mal, was schreist du, Ehren? Du wirfst mir die 20 Jahre vor. Du, gerade du. Und der Bach Nummer 1, ja? Wer schreit, hat Unrecht! Ich sehe schon. Lololo. Mit dir kann man nicht wirklich nicht sprechen. Jawohl, mit mir kannst du auch nicht besprechen. So, und neue, da kriegst du Freimann auf der Buch geklebt. Und da kannst du hingehen, wo du hergekommen bist. Nur Rindenrot. Von mir aus nach Persien. Oh, der Perserteppich hat mich. Ein Perserteppich. Und für dich sind die Altafrika, wo der Henkeler ist. Mit dir spreche ich nicht. Und deine falsche Willen und den Glockenwickler und der Kammerpott. Bah! Was bist du, ordinär?
Lassen Sie mich in Ruhe, Herr Engel. Ich gehe jetzt schlafen. Ja, gehen Sie schlafen, Fräulein Rosenbaum. Ist das Beste, was Sie tun können. Sonst kriegen Sie Runzeln. Und Runzeln machen alt. Das ist es. Ich bin ihm zu alt. Und diesem Mann habe ich die besten Jahre meines Lebens geopfert. Was hätte ich für Partien machen können? Fabrikbesitzerssöhne haben meine Hand angehalten. Denn sie muss da eine Riefkuchenfabrik. Hecke Weiden, das Eigelstein, 3 Stück für 5 Groschen. Ja, dann kannst du aber nicht ins Wasser reichen. Der ist seiner Frau treu. Kitchen, komm, lass mich noch rein. Ich will doch alles erklären. Mit dir spreche ich nicht. Und wenn du die Tür einbrichst, ruft die Polizei. Oh, ja, da eben nicht, Madame. Und das ist alles, was der mir zu sagen hat. Was ein Elend, was ein Elend. Aber der wird mich noch vermissen, wenn ich mal tot bin. Dann wird er mich mit bloßen Händen aus dem Grabe kratzen. Dann wird er merken, weil es Rosenbaums Katrin für eine Seele war. Aber dann ist es bereits zu spät. Dann werde ich hoch im Himmel sein und mit der Engelsche um der Bett singen. 36 Blumen beziehen, 2 Kissen, halb Daunen, 24 Wäscheklammern. Eine Flöte Kessel. Annelieschen! 24. Ich hab die ganze Nacht vor der Tür gestanden. Sechs Stunden. Rutsch mal ein bisschen. Mich ist so furchtbar kalt. Ah! Nein, das können Sie nicht machen. Das geht nicht. Wenn ich mal geschieden bin, dann können wir ja mal drüber sprechen. Auf keinen Fall. Was denken Sie wohl, wer schwört? Entschuldigung, Frau Engel, ich wollte doch auch eigentlich... Ja, ich weiß, was Sie wollen, aber das geht nicht. Ja, wo ist denn das Annelieschen? Ja, das habe ich rausgeschickt. Ich brauche das Taxi für jetzt selber. Aber wo fahren Sie mich denn am Annelieschen? Also gut, ich will Ihnen alles mal von Anfang an erzählen. Das war nämlich so... Ist da ohnehin, ja? Ja, das will mir Mann. Nee, ich bin allein! Halt den Mund! Ich bin tief und fest am Schlafen! Also, Herr Zaleski, Sie müssen jetzt machen, dass Sie hier rauskommen. Ich riskiere ja mein Leben. Aber das Annelieschen schläft bei seinen Eltern. Ja, und trotzdem jedes nicht. Seht ihr, Herr Zaleski, es ist ja schon morgen. Da kommt das schon Arbeit und hat meinen Mann Zeugen. Und überhaupt, was steht jetzt nicht der Kopf danach? Sagen Sie mal, wie kommt denn eigentlich bei der Hausschlüssel? Ach, jetzt ist der fort. Junge, 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 was der sich überhaupt denkt, du lieber Jott. So zwischen Tür und Angel. Ja, ja. Ich bin ja noch verheiratet. Und überhaupt, der hat doch nichts an den Füßen. Frau Finsterpützer, wie hübsch das dann an? Dann ist ein Gedöns, bis man geschieden ist. Bin die schönere Athlet. Schreien Sie nicht, Frau Engel!
Engel, ich bin es, John Rockford. Oh, Gott sei Dank, Sie sind der Rockford. Ich dachte, ich bin der Finsterpützer. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, wenn ich Sie am frühen Morgen schon belästige, aber ich bin in Eile, ich muss nach Mallorca. Das Auswärtige Amt hat mich mit einer Staatsaffäre beauftragt. Meine Sondermaschine geht in einer Stunde. Ist die so laut wie ein Mann? Ja, also um es kurz zu machen, ich habe die ganze Nacht in der Dunkelkammer gearbeitet, um Ihnen die Beweisstücke noch rechtzeitig abzuliefern. Hier sind die einwandfreien Beweise. Raten Sie mal, was das ist. Whisky. Was sind ich da? Das ist ja der Diele. Käthe, was ist da oben los? Ich hab dir gesagt, dass ich schlafe. Und außerdem spreche ich mit dir nur noch über meinen Anwalt. Wissen Sie, keine gute Anwalt für mich? Natürlich, Kneefrau. Dr. Siegfried Bongartz in Köln-Braunsfeld, Hülfplatz 32. Schreib Ihnen die Adresse hier auf den Bierdeckel. Ja, wie heißt der Bongartz? Dr. Siegfried Bongartz mit TZ Bongartz hinten. Mit DZ hinten, ja. So, jetzt machen wir noch schnell die Abrechnung. Die warte, Bülle, Abrechnung ist ab früh morgen. Aber natürlich, Kneefrau, mein Beruf ist gefährlich, deswegen muss ich leider immer so gleich auf einer Abrechnung bestehen. Wer weiß, ob ich morgen nicht schon tot bin, deswegen brauche ich das Geld heute. So, das macht 5.123 Mark und 60. Geben Sie mir glatte 5.000, den Rest schenke ich Ihnen. Da bist du, je. Oh, nee, meinst du, ich merke nicht, was hier gespielt wird? Jawohl, mach nur weiter so. Beleidige mich auch noch. Ich habe Beweise in den Händen. Hier kannst du schluchen, bitteschön. Oh Gott, hilf mir, Frau. Zeigen Sie das später. Die Lage ist wirklich prekär. Geben Sie mir die 5.000 und ich bin auf der Stelle verschwunden. 5.000? Sie haben in alle Tassen im Schaf, wa? Also gut, 4. Nix. Geben Sie mir 3. Sie kriegen 2 und dann ist noch zu viel. Sagen Sie, wo ist endlich Ihr Innung? Nee, Frau, geben Sie mir die 2, meine Sondermaschine. Ja, ist gut, hier haben Sie doch auch den Scheck. Danke, was soll ich denn mit einem Scheck? Die Bank hat doch gar nicht geöffnet. Ach, das soll wieder ein Jahr sein, Mensch, ich hätte so viel Bargeld im Haus. Wir haben schon über das Reise verhandelt. Bitte, ich denke, das ist das Konzeptgeschäft. Ah, der Nächste bitte. Nicht so eilig, mein Herr. Oh nein, mein Herr. Ich bin allein. Bei mir ist kein Mann. Nee, jetzt nimm ihn. Jetzt ist er wieder fort. Vielleicht hätte ich im Nahtzimt gesessen. Na, du hast es nötig, mir das Wort zu werfen. In deinen Helpen siehst du auch nicht besser aus. Aber hier, ne? Herr Fräulein Peggy. Die Fussi Rolls, ne? Die hätte zwei Hände an. Weißt du, was das ist? Das ist Berufswäsche aus der Hornstraße, was das ist. Und Ohren Adele, mit beste Freundin. Sag, was faselst du denn da vom Adele? Ich bin doch keine Mumienschänder. Das ist doch lächerlich. So, dann ist lächerlich, ne? Aber hier, Fräulein Peggy, mit Führer nix und Hinge nix und in der Mitte ein Hohlsaum, ne? Das ist nicht. Ja, was ist das denn? Was sehe ich denn da? Und das in meinem eigenen Hause? Moment, was sprichst du denn da von dem Fräulein Peggy? Ich sage nur Tänzerin bei Erotikon. Ich habe Beweise. Das kenne ich alles nicht. So, das kennst du nicht, ne? Oder ihr einfachen Sessel, wo Schnaps drin versteckt ist, damit hier hinter meinem Rücken der Orgien gefeiert werde, ne? Kennst du wohl auch nicht, was? Herr Engel, ich hatte mit Ihnen gesprochen. Ah, lass mich doch in Ruhe. Ich will jetzt endlich schlafen. Ja, Junge, jetzt hast du den Mund voll Zänker. Aber schlecht ist der nicht. Nur Wärm. Ah, aber das ist der Wärm. Hey, hey, das ist der Wärm. Wo bist du? Bist Wärm, so wie doch ein Jahr sind. Dass Fräulein Peggy sich neben den Hals wirft. Bah! Ja. Ist das ein fieses Mensch, bah? So dick, bah. Dicke wie Wakashi, Klicke. So bekannt für. Frau Engel, haben Sie nicht gehört? Da unten ist der Nächste. Wer ist er? Junge, der hätte aber ihn. Der hätte aber Dampf drauf. Ist
Mädchen, guck mal rein. Bist ja völlig durchgefroren. Ich setze schnell einen Kaffee auf, ja. Anneliese, bist du glücklich? Ja, ich bin es, Herr Engel. Ach, dann kann ich ja jetzt endlich schlafen. Ja, sag mal, Anneliese, was bist du denn schon so früh auf der Bein? Ja, um ehrlich zu sein, Frau Engel, ich hab die ganze Nacht noch kein Auge zugemacht. Ja, was denn nicht zu Hause? Und da bin ich doch rausgeflogen. Ja, warum das dann? Ja, wegen dem Fensterputzer. Oh, so ein Hanak. Jetzt ist er auch schon hinter dir her. Ich sage dir, Kind, der stellt mir schon seit Tagen nach. Lass den Finger von dem. Dann ist es spät. Ich krieg ein Kind. Ja, und wie ich letzte Nacht hier nicht schlafen konnte, da bin ich zu denen gegangen, weil ich dort zu Hause rausgeflohen bin. Ja, und dann? Dann habe ich die ganze Nacht im Flur auf die Treppe gesessen und auf den gewartet und der ist nicht gekommen. Oh, Engel, der hat einen anderen. Ach, Liebchen, warum bist du denn nicht hier hingekommen? Ich hätte doch schon irgendwo ein Bett gemacht. Och, ich war doch zu bang. Ich hatte dem Karl den Schlüssel von ihrer Wohnung gegeben. Aber jetzt ist mir alles egal. Und ich will auch nicht länger lügen. Ich gehe in der gute Hirte. Dann kann ich wenigstens in Ruhe mein Kind kriegen. Oh, da kommt noch mit Kaffeewasser. Anneliese, jetzt schütte ich dir mal ganz schnell einen Kaffee auf und da besprechen wir alles. Da gibt es ja nichts zu besprechen, aber der Kaffee nehme ich gern. Ja, sag mal, Anneliese, wie ist das denn so schnell gekommen? Ja, wie der so kommt, der kam hier ja immer die Fenster putzen und langsam da hatte ich ihn lieb und... Das andere ging eigentlich schnell. Ja, sag mal, Kind, bist du denn nicht aufgeklärt? Liest du denn nicht Oswald Knolle? Oder uns Frauen, ich kann es dir ja ruhig anvertrauen. Ich nehme in meinem Alter noch immer die Antibabypille. Ach, hören Sie doch auf, die taugen doch nix. Ja, Kind, vielleicht hast du Pille genommen, die du noch nicht erprobt sind. Nimm's auch mal hübsch. Hm. Also ich zum Beispiel, nicht ich. Gerade die Pillen taugen nichts. Wir hatten uns ja damals ihre Pillen ausgeliehen und da ist es ja auch passiert. Bestimmt. Ich will Sie ja nicht erschrecken, Frau Engel, ganz bestimmt nicht, aber ich glaube, bei Ihnen ist es auch soweit. Bei mir? Ja, Sie haben sich verändert in der letzten Zeit und ich meine, Sie wären auch ein bisschen arschleicht auseinandergegangen. Arschleicht? Auseinander, ja. Die Pillen tauchen nicht. Anneliese? Ja? Ich glaube, ich habe Rückenschmerzen. Da, Anneliese, da siehst du. Jetzt ist mein Figur hin. Was soll ich denn nur machen? Ich bitte so durcheinander, was trägt man denn da? Ja, am besten ist sie jemand nach dem Doktor. Ach ja, Anneliese, wie spät haben wir es dann? Oh ja, das könnte schade noch klappen. Wie heißt der Typ dann noch? Der Gymnologe da. Der Gymnologe. Doch im Riesenplatz. Und der heißt Wolters. Dr. Peter Wolters, Frauenarzt. Ach du Lieber, jetzt muss ich am Frau von Frühstück am Doktor, man kann es ja kaum mitmachen. Hallo, ja? Ja, ist da bei Dr. Wolters? Ach, Sie sind es, Frau Wolters, ja, guten Morgen. Hier spricht die Frau Engel, ja, vom Korsett aus Wohlform, ne? Ja, Sie waren doch vorige Woche hier, ne? Entziehen Sie sich Zauberkreuz. Ja, richtig, Frau Wolters, hören Sie mal, was ich Sie fragen wollte. Ist Ihr Mann schon wach? Ja, und das trifft sich ja großartig. Kannst mal ganz schnell vorbeikommen, ich kriege hier nämlich ein Kind. Ja, Frau Wolters, ja, richtig, ja. So, aber liebe Frau Wolters, wenn ihr nicht so dringend will, das ihr nicht anrufen, ne? Blöd, Kodo, die Arme. Anneliese, ja? Anneliese, ich bin doch so furchtbar neu, Anneliese. Rufe doch mal ganz schnell ein Taxi an, ja? Was ist denn die Nummer? 2, 8, 2. Och nee, was hat nicht Kopping? Und mir ist das so schlecht. Ja, Taxiruf. Ja, ich hätte gerne eine Taxi zu Engel. Korsettgeschäft Wohlform. Ehrenstraße 42.
4-2, ja. Ja, aber schnell, es handelt sich um eine Entbindung. Anneliese! Ja. Wo sind David schon? Anneliese! Ich bin doch so durcheinander, was soll ich denn machen? Am besten diese Chemie. Ach, okay, das geht doch nicht, du bist doch selber in dem Zustand. Aber das Adele, kann doch nicht. Hallo Adele, was ist es schlecht? Ja, mir auch. Adele, bleib mal ganz ruhig, es ist was passiert. Nee, nix hast du kommen sehen. Ich kriege nämlich ein Kind. Ja, in 5 Minuten. Ja, ich muss ganz dringend am Doktor, da wollte ich dich bitten, dass du mit dir ist. Ja, ich bin ja wie so durcheinander, ja. Nein, Taxi ist da. Ja, Adele, ich muss Schluss machen, der Taxi steht für die Tür, ja. Ja, nimm doch ein Taxi, ja. Ja, kriegst das Geld zurück. War die Adresse vom Doktor? Ja, die geht jetzt Anneliese nicht durch, ne? Ich bin voll blieb Apparat, ja. Anneliese, ja. Da ist die Fräulein Köhle am Apparat. Gib dir die Adresse vom Doktor durch. Die liegt am Telefontisch. Anneliese, hallo, Techno, hallo, Geld. Anneliese! Ja? Hallo, frische Butter an! Oh. Von dem Doktor ist Dr. Siegfried Bongartz mit TZ, ja. Köln-Braunsfeld, Hülsplatz 32, ja. Ne, Telefonnummer sind dabei, aber die brauchen Sie auch nicht, die Frau Engel ist ja schon abgefahren. Ja. Auf Wiedersehen, Fräulein Köhler! So, also hier bist du. Wo hast du dich die ganze Nacht rumgetrieben? Sag bloß nicht, dass du zu Hause warst. Da komme ich nämlich gerade her. Mach, dass du rauskommst. Alles aus. Lass den Schlüssel von der Frau Engel hier und dann hätten wir es dann, ja? Dein Kind kriegst du nie zu sehen. Ich geh mal gute Hirte. Na, da gehörst du auch hin. Sich in dem Zustand die ganze Nacht rumzutreiben. Vielleicht ist das Kind gar nicht von mir. Sag mich die Adresse, wo du heute Nacht warst. Großwildgasse 14. Großwildgasse. Dann ist er bei mich zu Hause. Jawohl, da habe ich die ganze Nacht bei dir auf die Treppe gesessen und auf dich gewartet. Du hast doch immer gesagt, kommt die Wäumisch. Wenn man einmal kommt, dann geht der schon fremd. Du hast die ganze Nacht bei mich auf der Treppe gesessen? Ja. Auch Anneliese. Fass mich nicht an, ja? Wo warst du? Ich habe mich hier vor der Tür und den Beinen in den Bauch gestanden. Ach, Karl. Und wo hast du das blaue Auge her? Oh, ich habe eine kleine Meinungsverschiedenheit mit deinem Bruder gehabt. Mit unserem Paul? Nee, mit dem Emil. Der Paul hat nicht getroffen. Ja. Und sonst ist nichts passiert. Nee, nichts Besonderes. Nur 2 Fensterscheiben sind kaputt gegangen und deinem Vater seine Brille nicht. Aber ich sagte dich, du, ich hab geschrien! Wenn ihr sich sofort die Tür aufgemacht habt, dann mach ich das Schloss kaputt. Genau, das hab ich auch gesagt. Aber woher weiß der Engel das denn? Moment, Herr Engel, wir helfen dir. Moment. Schon gut, ja. Die ganze Nacht hier drin. Ja, wie? Karl, du bist auch wieder hier. Wo ist meine Frau? Ist beim Doktor, die kriegt ein Kind. Ach so, da ist er. Bitte? Der angetraute Ehemann wird nachts ausgesperrt, morgens darf er endlich wieder rein. Da ist die Frau auch schon über alle Berge. Und der Finsterpützer räumt auch schon die Möbel beiseite. Ja, und sagt mir in aller Seelenruhe, ja, ihr Frau könne Kind. Sag, Mensch, das würde ein bisschen stark, Herr Finsterputzer. Du lach nicht, sonst schlage ich dir den anderen auch noch blau. Dann wären Sie heute schon der Dritte, von dem ich eine geklebt kriege. Um Gottes Willen, ich kriege doch ein Kind von dem Karl. Wie, du auch noch? Ja, ist denn das die Möglichkeit? Da könnt ihr einmal Finsterputzen. Und da kriegen gleich 2 Frauen Kinder von dem. Sag, wann putzt du ähnlich finster? Aber Herr Engel, das stimmt doch nicht. Ja, wie denn, wurde was denn? Also kriegt man Frauen und Kinder oder nicht? Na doch, aber doch nicht von mich. So, von wem denn? Na, von Sie, denke ich, oder wie sehe ich das? Ja, natürlich, von Ihnen, von wem denn sonst? Ja, natürlich, von mir, von wem denn sonst? Und du kriegst auch ein Kind? Ja. Ja, aber nicht von mir, ne? Nee, von mich. Hier. Also Moment mal, also du und meine Frau, die kriege... Sehe ich überhaupt nicht klar, nee. Also Moment, das müsst ihr mir mal ganz genau auseinanderposimentieren. Anneliese, gucken Sie rüber, ne? Und Karl, du kriegst uns mit, pass auf. Also, das Anneliese, ne? Das kriegt ein Kind von... Von mich. So. Und meine Frau, die kriegt ein Kind von... Von Sie. Woher weißt du das? Ah, das haben wir eigentlich zusammen rausgekriegt, ne? Sieht es mir denn ähnlich? Der Engel ist doch gerade das Namen Doktor.
Ach so, und da kriegt ihr das Kind? Herr Engel, doch erst später. Ja, ja, die kriegt Kind und selbst mal nichts. Da ist das Kind doch nicht von mir. Aber Herr Engel, sie hat es doch gerade erst selber erfahren. Von wem? Von mir. Und woher weißt du das? Wir haben dieselben Antibabypillen genommen. Und die waren von Sie? Von mir? Ach du Jack, ich nehme doch kein Antibabypillen. Aber Sie haben mir doch selber gesagt, dass Sie die extra vertauscht haben. Ja, das habe ich. Und jetzt? Jetzt hat er gefunkt. Kalt. Was denn? Das hat gefunkt? Das hat gefunkt. Anneliese, es hat gefunken! Oh, Karl, Mann, es hat gefunken! Oh, Haarwasser, ja. Es hat gefunken! Ich kriege Kind! Komm, hilf mir! Oh Gott! Wir zwei, wir werden Väter. Ja, Mütter können wir ja schlecht werden, ne? Ja, darauf müssen wir alle trinken. Anneliese, Jank, die Gläser holen, ja. Ne? Um Gottes Willen, das ist mit Frau Jank in der Lade. Hilf ihr, stütze sie. Um Gottes Willen, Karl, was zählt meine Frau, wenn sie ein Kind kriegt? Das... Ja, ist schon gut. Ich stelle mich einfach so dahin. Ganz natürlich. Herr Engel, ich kann nicht mehr. Ich will jetzt die Wahrheit sagen. Sag mal, Fächner, was machen Sie denn schon hier am frühen Morgen? Ja, wo ist deine Frau? Ich brauche doch die Adresse von dem Detektiv. Ja, von was für einem Detektiv? Ach, Sie wissen ja gar nichts. Ich komme gerade vom Flughafen. Ja, ja, um Gottes Willen. Das ist aber doch keine Grund für so zu weinen, ne? Sagen Sie. Ja, Anneliesen. Geh mal in die Küche und frische das Kaffee aufschütten. Wieso, ne? Der ist doch frisch? Nee, der ist kalt. Ja, immer wenn entspannt wird, dann muss ich hier gucken. So was Blödes. Sag mal, Karlemann, willst du nicht mit dir mal gucken, ob noch alles da ist? Ja. Ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte. So, und jetzt kommst du mal mit und erzählst du mir ganz in Ruhe, was passiert ist. Ach, Herr Engel, ja. Das war so. Ihr Frau, die hat doch den Detektiv kommen lassen, weil sie fremd gehen. Ich? Ich hab das ja auch nicht geglaubt. Sie sind ja gar nicht der Typ für sowas. Ja, ne? Also. Und der Detektiv, der hat zu mir gesagt, dass er mich mit nach Mallorca nimmt und mir auch noch Geld dafür gibt, wenn ich das mache. Was ich gestern hier gemacht habe. Naja, was haben Sie denn gemacht? Ich hab Sie doch in die Falle gelockt. Ich hatte doch unter dem Umhang so gut wie gar nichts an. Und dann hat er Sie von da oben geknipst. Ja, wer hat mich geknipst? Der Schlawiner. Der Detektiv gestern hier mit mir. Und so jetzt hat meine Frau gegen mich ausgekühlt. Die hat doch gar nichts davon gewusst, deswegen muss ich doch immer den Kopf wegdrehen, damit sie mich nicht erkennt. So eine Lamp, der Schlamm ist kaputt. Das brauchen Sie nicht, das mache ich schon allein. Der hat mich schon neigelegt. Kein Geld, kein Mallorca, nix. Und die teure Perücke, die habe ich auch noch am Hals. Naja, wie konnten Sie meine Frau einfach so verschaukeln? Ich habe mich doch so besser geärgert, weil sie mich rausgeschmissen hat. Da wollte ich einen Denkzettel verpassen. Ja, und trotzdem war das nicht schön von innen. Deswegen sage ich ja jetzt auch die Wahrheit. Ich hätte ja auch nicht zukommen brauchen. Dann wäre Ihre Ehe jetzt im Eimer. Dann könnte sie ganz schön blechen nach den neuen Scheidungsgesetzen. Ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt bin ich auf den reingefallen. Ich habe ihn nämlich geliebt. Oh mein Gott, Mama. Ich sag mal, wie heißt der denn? Gorgonzola. Oder Camembert. Das ist so ein Käse. Roquefort? Karl, komm doch so rein, ne? Sag, kennst du einen Detektiv namens Roquefort? Der vom Fernsehen, was? Nee, hier Jans ist doch nicht. Nee, aber das krieg ich schon raus. Am Fensterputzer, der kommt da überall. Ne? Ach, das ist ja meine Frau, ne? Der Frau, da krieg ich ein paar Butterbrote. Ja, dundert, Anneliese. Also meine Frau, die weiß ganz bestimmt die Adresse von dem Lump. Und dann, verstehst du, dann zerriss ich den Lump. Entschuldigen Sie, ich habe meine Maschine verpasst. Ist die Frau Engel zufällig im Haus? Ich suche nämlich die Adresse von einer jungen Dame, die hier... Da, Fetzke, na gut, dass du kommst. Moment, Frau Fetzke, nein, da haben Sie verdammt Schwein gehabt. Hier ist nämlich einer, der kann Ihnen weiterhelfen, was? Das glaub ich auch. Sag mal, Henske, kennst du so einen Detektiv Roquefort oder so? Nie gehört. Ja, das Moment! Sag mal, kannst du das nicht rauskriegen unter Umständen? Ja, unter Umständen schon, aber warum sucht ihr ihn denn? Oh, der hat mir ein schlimmes Ding gedreht. Der hat mich in verfängliche Situation mit dem Freund Fächenheim gebracht. Und dann hätte sie noch am Flughafen Sätze los. Nein! Ja, ja. Wie kann man nur eine so schöne Frau sitzen lassen? Umbringen müsste man den. Mach es,
das, aber schnell. Vielleicht darf ich Ihnen dabei behilflich sein. Mein schönes Fräulein, ich würde Sie auf Händen tragen und ich sehe mich auch in der Lage dazu. Ich habe nämlich eben für einen größeren Auftrag einen Scheck erhalten, den ich aber leider erst einlösen kann, wenn die Banken geöffnet haben. Und dann, mein schönes Fräulein, sprechen wir über alles. So ist das. Sagen Sie mal, Herr Rockendorf, in welcher Branche sind Sie denn eigentlich tätig? Nun, ich mache dieses und jenes. Eigentlich alles und gar nichts. Der Hitzke, das war nämlich immer schon so. Ich kenne nämlich, seitdem ich in Köln bin. So ist es, liebes Karlchen. Na siehst du, da kannst du doch aus alter Freundschaft mal rauskriegen, wer dieser Käse da ist. Ja, ich glaube, das ließe sich machen, aber erst muss ich mich um die junge Dame hier kümmern. So. Ladies first. Nee, hören Sie mal im Ernst, also wenn Sie da was rauskriegen könnten, dann täte ich mal was kosten lassen. Sagen wir mal so 50 Mark. Aber Herr Engel. Also schöner sagen wir 80, dass man die Sache wehrt. Ne? Nimm es doch ruhig, Hensken. Wenn du das nicht rauskriegst, dann kriegt das keiner raus. Ja, da hast du recht. Aber jetzt muss ich mich wirklich um die junge Dame hier kümmern. Mein schönes Fräulein, darf ich Sie nach Hause fahren? Mein 12-Zylinder wartet vor der Tür. Na, gehen Sie mal ruhig mit, Fräulein Fechenheim. Ich glaube, bei dem kommen Sie auf eine gemachte Luftmatratze. Auf Wiedersehen, Herr Engel. Und seien Sie mir nicht mehr böse. Ja, ich und Jud auf Wiedersehen. Ach, und Herr Rockendorf, passen Sie Jud auf die Fräulein Fechenheim auf, damit Ihnen nicht wieder in die Finger von so einem Detektiv fällt. Ne? Mach ich, Herr Engel, mach ich. Hat doch eine sympathische Mann, ne? Schlöwe, der wird der Lumpfinge. Also, meine Frau ist doch eine dumme Frau. Und die hätte dem Kerl bestimmt auch noch Geld dafür. Und das könnte mir ja nicht passieren. Wissen Sie was, Herr Engel? Ich glaube, bei den beiden hat es auch gefunkt. Ja, und wie? Ein Glück, dass die Fashion noch hier gekommen ist. Ne? Wenn meine Frau zurück ist, dann wird die ja abgeklärt. Und du, Karl, du bist meine Zeuge. Ne? Ja, dann ist gut. Von Zeugen verstehe ich was. Was freue ich mich, das wird ein Leben. Die Bouté, die wird so gemacht, da kommt wieder ein richtiges Wohnzimmer rein. Und zur Feier des Tages, da gebe ich ein Fest. Weißt du was, Karl? Ja? Ich werde nämlich Vater. Ja, ich doch auch. Na, Junge, komm her. Hopp, komm her. Also, nächste Jörg, du gehst in die nächste Wetschach und holst du fest die Kölsch. Und zwei Flaschen Kopf. Rück wird gefeiert. Und du, Anneliese, du gehst ein Dutzend Räubelchen mit Kies holen. Ich hab doch gar nicht die Butterbrote gemacht. Schön, schön, da hol ein paar Töpfe mit Heringstipp. Heute ist mir nichts zu teuer. Ja. Karl! Ja. Und bringe die große Blumenstrauß mit. Für meine Frau, ne? Ist gut. Und für den Jungen ein paar Fußballschuhe. Danke dir! So, und jetzt rufe ich das Amt an, der Mück wird nicht gearbeitet. 21, 11. Ja, hallo, hallo, Frau Mittlung? Ja, hier Fischereirechte Engel. Verbinden Sie mich bitte mit der Nebenstelle 12, ne? Mück wird nicht gearbeitet, können Sie mir ins Allermarsch lecken. Ne? Nein, Frau Kattmann, Sie brauchen das natürlich nicht. Ne? Ah ja, Frau Kattmann, sagen Sie doch bitte dem Amtsvorsteher, ich käme heute nicht in das Amt. Warum? Ja, also ich kriege nämlich ein Kind, ja. Ja, natürlich, ja, sicher. Dürfen Sie denn eine andere das auch sagen? Am besten ist sie so ein Schild an das schwarze Brett, ne? Ach, da könnte mir Frau, ich muss inhängen. Tschüss. Mein Gott, ist wieder, wie sind ich denn aus mit Arm, die Donke, Geschenk? Ach, weißt du was, Hubert? So wie du aussiehst, da stelle ich mich einfach so dahin. Ganz natürlich. Ich muss mich was setzen. Komm, Gott, das will ich Kind. Komm, leg doch Mantel ab. Ja, ich lege doch. Ja. Komm, vorsichtig, ja, ganz langsam. Komm schon, dich Kind, ganz vorsichtig. Liebchen, ist es denn wahr? Ja, es ist wahr. Ach, Kätzchen, ich freue mich ja so. Nix, ich hier ist im Haus. Mit dem Kind. Nee, Kätchen, tu das doch nicht. Nein, nicht hier. Kätchen, hör mir doch mal gut zu, aber bitte bleib ganz ruhig. Ob der Bilder war doch ja keine fremde Frau und auch kein Fräulein Peggy. Das war doch die Fashionheim und die war eben hier und hat alles gebeichtet. Oh, deswegen kam mir mal so bekannt vor, ne? Oh, ja, Liebchen, wir sind noch 20 Jahre glücklich verheiratet. Da tut man sich doch nicht einfach so verdächtigen. Du, ich verdächtige dich ja auch nicht, auch wenn es manchmal komisch aussieht. Ja, ich hab nämlich vor, gestern hier angerufen und ganz lang Lüge los und hätte sich keiner gemeldet. Du, anrufen? Warum anders tust du nie? Warum hast du denn angerufen? Na ja, ich wollte dir sagen, dass ich mich geirrt habe, ne? Also die neue Adresse von dem Fischereiamt, die ist nämlich ja nicht Parkstraße 18, sondern Parkstraße 12. Ja, mein Gott, war denn das ist so wichtig? Aber das soll nicht wichtig sein, wenn du wüsstest, wie wichtig das ist. Ist das doch wahr? Ja, natürlich ist das wahr. Wir sind Parkstraße 12. 18? 12. 18? 12. Ach, Robert. Da kannst du mal sehen, was so ein paar Nummern ausmachen. So,
hier ist der Pilz und der Schnaps. Und hier sind die Blumen für Ihre Frau. Ach, danke schön, Hubert. Nein, Anneliese, war schön. Karl, mach ein Fleisch auf, das Fett fängt an. Guten Morgen. Hier kommst du zurück. Kind ist da, eine Sohne. Was denn? Du bist Vater geworden, wir zwei auch. Sag, trinkst du eine mit? Ich nix trinke, nicht Arabisch. Prost. Prost. Gete, ach Gete, du hast mich doch zum Rechtsanwalt geschickt. Ich bin dir ja so dankbar. Das ist ein Mann, der versteht was von Frauen. Nächste Woche bist du schon geschieden und du brauchst doch nicht einmal selbst hin. Einfach der Hubert muss alles bezahlen. Sag mal, ist das nur wahr mit dem Kind? Ja. Und von wem ist das Kind? Das Kind ist von mir.